Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie sehr herzlich heute zum Donnerstagsdiskurs begrüßen. Es steht schon alles an der Wand. Ich kann eigentlich nur noch sagen, man könnte auch noch ein bisschen weiter runterkommen für diejenigen, die da jetzt ganz oben sitzen. Und ich bin gespannt, was wir hier heute Abend zum Thema, das ja durchaus auch von studentischen Senatsmitgliedern, Stura-Mitgliedern immer wieder nach und angefragt wurde, gerade vor dem Hintergrund beispielsweise der Entwicklungen in der Türkei, was wir hier heute an Diskussionsbeiträgen auf dem Podium und auch aus dem Plenum bekommen. Ich wünsche uns dabei viele gute Anregungen. Ja, erstmal auch ein ganz herzliches Hallo von mir. Ich glaube, ich versuche jetzt erstmal unsere Teilnehmer so gut wie möglich vorzustellen. Und zwar fange ich mal zu meiner Linken an. Und zwar die Frau Professor Dr. Rau ist Ethnologin. Mehr, das trifft es schon ganz gut. Sehr schön. Dann habe ich weiterhin zu meiner Linken Professor Dr. Frank Gaunitz, der zum Beispiel ein T-Shirt trägt, was schon recht gut bezeichnet, warum er unter anderem hier ist, und zwar nämlich, weil er Mitorganisator des Science March war und Biochemiker haben Sie gesagt, mittlerweile ist. Dann schaue ich auf meine rechte Seite, da habe ich Frau Professor Dr. Eva Maria High Hawkins ganz außen, genau, und dann noch den Herrn Professor Dr. Matthias Schwarz, genau. Mein Name ist Carina Frohn und wie gesagt, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung. In den letzten Tagen habe ich so versucht zu erforschen, wie man so eine Veranstaltung am besten einleitet und vor allem, wenn man ein bisschen nervös ist. Und da habe ich mir gedacht, okay, dann erzähle ich halt einen Witz. Dann ist mir aufgefallen, ich kann nicht gut Witze erzählen, weil ich meistens die Pointe zuerst erzähle. Das bedeutet, ich habe ein bisschen gegoogelt, was man eben in so einer Situation macht. Und da bin ich auf ein spannendes Experiment gestoßen. Und zwar 2004 hat Richard Wiseman von der University of Hertfordshire in Großbritannien den größten sozialwissenschaftlichen Feldversuch initiiert. Er hat weltweit die Menschen aufgerufen und gesagt, hier, poste doch mal euer Lieblingswitz ins Internet unter Love Lab. Und das haben die Menschen auch getan. Insgesamt 500.000 haben aus 70 Ländern Witze gepostet. Es waren insgesamt dann 40.000 Witze. Und auch wenn man uns Deutschen immer gerne Humorlosigkeit vorwirft, haben wir entschieden, oder die Teilnehmer an diesem Experiment, die aus Deutschland kamen, haben entschieden, dass die Witze am witzigsten sind. Also sie fanden die meisten Witze am witzigsten. Also so humorlos können wir gar nicht sein. Das möchte ich auch noch mal ins Gedächtnis rufen. Wenn heute irgendwas schief geht, einfach mit Humor nehmen. Genau. Und natürlich ist bei diesem Experiment noch was passiert. Und zwar wurde der witzigste Witz der Welt gekürt. Ist jetzt von 2004, aber ich habe mir gedacht, ich erzähle jetzt den witzigsten Witz der Welt. Zwei Jäger gehen auf Jagd und wandern durch den Wald und der eine kippt um und fasst sich an die Kehle. Der andere wird panisch, ruft den Arzt an und sagt, mein Freund ist gerade zu Boden gegangen, ich glaube, er ist tot, was soll ich jetzt tun? Der Arzt sagt, beruhigen Sie sich erstmal, jetzt müssen Sie prüfen, ob Ihr Freund wirklich tot ist. Kurze Pause, Schuss, und dann kommt er wieder ans Telefon und sagt, okay, erledigt, er ist tot, und was mache ich jetzt? Das soll der witzigste Witz der Welt sein. Sie haben wahrscheinlich auch eher ein Schmunzeln auf den Lippen, als dass es wirklich funktioniert hat. Aber das Resultat ist ganz einfach. Der Witz funktioniert, zumindest wenn man so den Humor auf der Welt sich im Durchschnitt anguckt, bei den meisten Menschen durchschnittlich am besten. Das ist jetzt eine recht lange Einleitung und vielleicht fragen Sie sich, was das mit diesem Thema zu tun hat. Aber unser Thema ist ja die Freiheit in der Wissenschaft und das bedeutet, dieser Forscher hatte die Möglichkeit, dieses Experiment durchzuführen, weil er die Freiheit dazu hatte und weil er die Mittel dazu hatte. Und da sind wir dann eben auch schon bei unserem heutigen Thema. Genau. Und Sie haben gemerkt, es ist manchmal nicht so einfach zu erklären, zum Beispiel, warum so ein Experiment vielleicht auch notwendig ist. Und auch solche Fragen werden uns heute Abend beschäftigen, in dem Sinne, ob
ob es moralisch manchmal vertretbar ist, ob es ethisch vertretbar ist, wie viel Freiheit man besitzt, wer diese Freiheit bestimmt. Und deswegen habe ich zum Glück 4 kompetente Menschen auf dieser Bühne, die mich unterstützen werden. 4 kompetente Menschen, die alle aus verschiedenen Forschungsrichtungen kommen oder nicht alle komplett verschiedene, aber zumindest jeder auch ein bisschen anderen Background hat. Und als ich am Anfang gefragt habe, ich habe mich mit den 4 Damen und Herren natürlich vorher auch unterhalten, ob sie sich in ihrer Forschung frei fühlen, haben alle mit Ja geantwortet. Das ist schon mal sehr gut. Und die meisten haben auch auf den Artikel 5 im Grundgesetz hingewiesen, der ja auch für mich als Journalistin sehr, sehr wichtig ist, denn der sagt, es gibt Meinungs- und Informationsfreiheit sowie Freiheit bei der Kunst und natürlich auch bei der Wissenschaft. Also bei uns in Deutschland ist es schon mal gesetzlich vorgegeben. Trotzdem ist das nur ein Paragraph und das Wichtigste ist, auch persönliche Eindrücke zu bekommen und deswegen sind wir hier. Das war jetzt eine sehr lange Einführung, aber ich glaube, das trifft es ganz gut. Und jetzt möchte ich einfach anfangen und zwar mit Ihnen, Herr Professor Dr. Matthias Schwarz. Ich würde Sie ganz am Anfang ganz frei von der Leber fragen, warum glauben Sie, dass Sie in Ihrer Forschung frei sind? Könnte ich jetzt ganz simpel darauf antworten. Ich als Mathematiker, ich bin davon überzeugt, dass Forschung frei ist, weil gerade in der Mathematik ich jedes Mal merke, wenn ich versuche, meine Forschung zu erklären, wie schnell die Leute dann abwinken und sagen, ach, das ist mir sowieso egal, soll er doch machen, was er will. Woran ich merke, dass meine Forschung frei ist, das merkt man natürlich vor allen Dingen dann, wenn man Vergleichsmaßstäbe hat. Ja, wenn man also sieht, wo Kollegen in seinem eigenen Fach, aber auch Kollegen in anderen Disziplinen, in anderen Orten ganz offensichtlich nicht frei Wissenschaft betreiben können. Und man kann auch zeitlich zurückgehen. Wenn man vergleicht, wie es vor, sagen wir, 100 Jahren in Deutschland war, ja, Antisemitismus war in der Mathematik in praktisch allen Disziplinen auch ein Thema. Und ganz eindeutig war bereits vor dem Ersten Weltkrieg Wissenschaft weitaus nicht so frei, wie es heute ist. Und man muss gar nicht in die ganz, ganz dunklen Zeiten des 20. Jahrhunderts hineingehen. Ja. Und das sind ja auch die Gründe dafür, dass wir diesen Verfassungsartikel haben, der uns diese Freiheit gewährleistet, im Gegensatz zu vielen anderen Ländern, die ihn nicht haben. Und der uns insbesondere auch in der Wissenschaft die Freiheit vor politischer und ideologischer Vereinnahmung und Instrumentalisierung gewährleisten soll. Sehr schön erklärt. Professor Dr. High Hawkins, Sie können auch gleich das Mikro übernehmen, denn Sie haben mir im Vorfeld ganz schön erklärt, dass es gewisse Mechanismen gibt, sage ich mal, vielleicht auch in die Richtung finanzielle Mechanismen, die schon dafür sorgen, dass man eine gewisse Freiheit besitzt, aber die vielleicht auch in gewissen Punkten dafür sorgen, dass es vielleicht eine Einschränkung gibt. Kommen wir erstmal zu den positiven Mechanismen. Was gibt es denn für Möglichkeiten in Deutschland, dass man auch finanziell die Unterstützung für die Forschung bekommt? Kann ich gerne was zu sagen? Natürlich ist im Gesetz verankert, dass wir alle das Recht haben, frei zu forschen. Das ist schön. Aber das Recht, frei zu forschen zu haben und das zu können, das ist zweierlei. Um forschen zu können, ich bin Chemikerin, brauche ich finanzielle Mittel. Ich brauche ein Labor, ich brauche Grundausstattung, ich brauche Geräte, ich brauche Personal, ich brauche Laboranten, ich brauche Leute, die Geräte bedienen können, ich brauche fähige Mitarbeiter, ich brauche Doktoranden. Wenn ich forschen will, insbesondere mit Doktoranden, brauche ich also die Infrastruktur. In Deutschland, ich bin an einer staatlichen Universität, habe ich das Glück, dass vieles von dem, auch wenn es natürlich immer mehr sein könnte, mir zur Verfügung gestellt wird. Ich habe meine Labore. Ich muss die zwar auch selber dann mit meinen Geräten bestücken, aber ich habe zumindest diese Labore. Ich muss dafür noch keine Miete bezahlen. Ja? Wenn ich an andere Länder denke, dann sieht es ganz anders aus. Dort ist die Infrastruktur, so wie wir sie hier haben, auch von personeller Hinsicht, eine ganz andere. Also wir sind ja schon in Deutschland in einer ziemlich guten Lage. Das reicht aber nicht. Wenn ich mit den Mitteln, die mir die Universität gibt, forschen wollte, frei forschen wollte, dann wäre ich sehr schnell am Ende. Ich denke, ich käme vielleicht 1 oder 2 Wochen weit, aber das wäre es, in der Tat. In anderen Ländern sieht das noch
noch schlechter aus. Aber was ich habe die Infrastruktur, die mich in die Lage versetzt, ich habe das Personal, was mich in die Lage versetzt, Anträge zu schreiben. Anträge zu schreiben an Forschungsförderinstitutionen wie die Deutsche Forschungsgemeinschaft, wie die DFG, den DAAD. Ich habe, wenn ich begabte Mitarbeiter habe, Möglichkeiten für diese Stipendien einzuwerben. Das heißt, das, was ich brauche, um forschen zu können, die Mittel, die ich brauche, kann ich mir aufgrund der Situation, in der ich mich befinde, selber besorgen. Und das ist in Deutschland was wirklich Besonderes. Wir haben die DFG, die Grundlagenforschung finanziert. Das haben andere Länder in diesem Maße nicht. Wenn wir mit unseren Kollegen im Ausland diskutieren, beneiden die uns alle. Natürlich muss man gut sein, um bestehen zu können im Wettbewerb. Aber wir haben zumindest die Möglichkeit. Und das, denke ich, das ist in Deutschland was ganz Wichtiges. Wir haben nicht nur im Gesetz verankert, die Freiheit zu forschen, sondern wir haben auch die strukturellen Möglichkeiten, das zu erreichen, was wir wollen, nämlich frei zu forschen. Und ich denke, das ist wirklich für Deutschland was ganz Besonderes. In dem Zusammenhang habe ich ja mit all Ihnen auch gesprochen und zum Beispiel auch mit Ihnen, Professor Dr. Rau. Und da ist ein Wort gefallen, was wir, glaube ich, einfach noch mal ein bisschen einordnen müssen. Und dieses Wort heißt Drittmittelvergabe. Vielleicht können Sie noch mal was dazu sagen, was das genau bedeutet, was für Chancen das vielleicht auch bietet oder genau. Ja, Drittmittelvergabe ist ja genau das, was Frau Hawkins angesprochen hat, nämlich dass man sich bewerben kann, um zusätzliche Mittel, die außerhalb der Universität von Institutionen vergeben werden. Und die Deutsche Forschungsgemeinschaft, und das ist für mich ein besonders wichtiger Punkt, ist eine Institution, die sozusagen von Forschern für Forscher arbeitet. Also in anderen Worten, anders als in vielen anderen Ländern, ist es in dem Falle der Deutschen Forschungsgemeinschaft nicht so, dass das Ministerium dahinter ein Kürzel drunter machen muss. Also in anderen Worten, wenn die DFG entscheidet, das Geld soll so und so verteilt werden, dann wird das auf der Basis der Entscheidung von Gutachtern, Wissenschaftlern und dem Senat der DFG alleine entschieden und da gibt es sozusagen keine politische Hand, die das noch abzeichnen muss. Und das ist anders so in anderen Ländern, wo die nationale Forschungsgemeinschaften im Prinzip nachher eine politische Entscheidung bestehen müssen, in der die Projekte dann im Prinzip vom Minister gegengezeichnet werden müssen. Und da gibt es dann auch ganz direkt politische Einflussnahme. Und also ich kann das aus meinen Fächern, also ich bin Sozial- und Geisteswissenschaftlerin und da geht es natürlich dann manchmal auch um so Dinge wie, ob man politisch konform ist. Also wir haben mit diesem Problem meiner Meinung nach vor allen Dingen zu tun auf der Ebene der Doktorandenförderung, die eben anders funktioniert als die Wissenschaftsförderung. Ein sehr, sehr großer Teil der Doktorandenförderung in Deutschland wird über politische Stiftungen vergeben und das ist eine interessante Frage. Also warum im Prinzip in Deutschland politische Stiftungen, das ist historisch so, die Stipendien vergeben und zum Beispiel nicht dieses Geld irgendwie Universitäten zur Verfügung gestellt wird oder der DFG um Doktorandenstipendien. Also was sozusagen mit der Doktorandenförderung in Deutschland passiert, indem diese Spieler sozusagen gemeinsam dieses Feld bespielen. Also da gibt es bestimmt Argumente, die dafür sprechen, auch manche dagegen. Aber die Frage sozusagen, in welcher Weise sind politische Stiftungen prädestiniert, diese Gelder zu vergeben? Genau, und jetzt, Sie haben es schon geahnt, da Sie der Vierte im Bunde sind. Professor Dr. Gaunitz, Sie haben ja noch einen sehr interessanten Punkt in dem Sinne eingebracht, dass natürlich alle vier Personen, die ja auf der Bühne sitzen, an der Uni angestellt sind, Sie ja auch gesagt haben, Sie waren auch teilweise an einem Max-Planck-Institut zum Beispiel zuständig oder haben sich da auch mit den Strukturen zumindest auch beschäftigt? Ich war an Max-Planck-Instituten so als Gast hin und wieder tätig, genau. Aber nie wirklich dort beschäftigt. Sie kennen die Strukturen schon ein bisschen. Mir wäre nur wichtig, vielleicht können wir noch mal ganz kurz abgrenzen, was vielleicht Freiheit, Sie sagten im Vorgespräch, dass das zumindest eine andere Freiheit beinhaltet, wenn man an so einem Max-Planck-Institut ist. Vielleicht können wir das noch mal ganz kurz abgrenzen. Also die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist zum einen natürlich, dass die finanziellen Mittel, die dort als Grundausstattung an den Max-Planck-Instituten zur Verfügung steht, schon eine ganz andere ist, als die, die wir beispielsweise an universitären Einrichtungen haben. Das spielt eine relativ große Rolle. Zum anderen, ich kann ja über meine eigene Erfahrung da sprechen, ist man
als Angehöriger von einem Max-Planck-Institut weit weniger in die Lehre involviert. Das halte ich auch nicht für gut. Ein bisschen mehr Lehre sollte da häufig schon gemacht werden. Aber wenn ich es gerade vergleiche mit dem, was jemand in der Vorklinik oftmals, also auch als Postdoc an Lehre zu leisten hat, dann ist das schon enorm, was man da wirklich auch an Zeit zusätzlich investiert, die leider nicht gewürdigt wird in dem Maße, wie das notwendig wäre. Genau. Dann nochmal an Frau Professor Dr. Rau. Sie haben es gerade schon angeschnitten, beziehungsweise auch Frau Professor Dr. High Hawkins, es geht ja auch darum, dass wir so ein bisschen auch im Vergleich zu anderen Ländern schauen. Sie haben da ja einen ganz guten Einblick. Zum Beispiel haben Sie mir im Vorgespräch auch was über Australien erzählt. Vielleicht können Sie noch mal ganz kurz sagen, inwiefern vielleicht, damit wir auch noch mal verstehen, dass wir schon sehr viel Freiheit in Deutschland besitzen, inwiefern das Sie erlebt haben in anderen Ländern, dass es sich unterscheidet. Genau. Ja, also ich denke, wir reden hier halt Freiheit vor allen Dingen Ermöglichung durch Infrastruktur, also Finanzierung und also Freiheit nicht im Sinne von, dass einem direkt jemand was verbietet, aber die Frage ist, was wird ermöglicht? Und da hängt es natürlich ab, sowohl von der Quantität als auch der Qualität, als auch der Art und Weise, wie diese Dinge vergeben werden. Also in Australien ist es jetzt ganz spezifisch so, dass es wesentlich weniger Geld gibt, also im Verhältnis zu dem, dann ist es auch eine Frage sozusagen, wie wird das proportionell zugeteilt. Also gibt man Geistes-, Sozial- und Naturwissenschaften, also wie macht man da die Proportionen? Also das sind immer wichtige politische Entscheidungen, also die im Prinzip der Vergabe dieser Gelder vorausgeht. Also die Frage sozusagen, okay gut, wenn Naturwissenschaftler mehr Geld brauchen, weil sie teure Geräte brauchen, sozusagen wie sind die Proportionen so, dass man eben nicht nur unmittelbar anwendbares Wissen fördert, sondern auch im Prinzip Vorratswissen, das Grundlagenforschung ist und für eine mögliche zukünftige Anwendung eventuell notwendig ist, ohne dass man das zu diesem Zeitpunkt schon direkt vorhersehen kann. Und eine der Tendenzen, die ich in Australien gesehen habe, die man auch in Briten beobachten kann und die auch in Deutschland natürlich nicht ganz vorbeigeht, ist eine gewisse Kurzatmigkeit, also dass man zeigen muss, nicht nur, warum das sinnvoll ist, also warum Forschung relevant ist, sondern warum sie unmittelbar anwendbar ist, also im Heute und Jetzt. Und dass das eine gewisse Kontraproduktivität erzeugt, insofern, als wenn man keine Grundlagen legt, die sozusagen neue Denkstrukturen schaffen, in denen man neue Dinge denken kann, dann kann man irgendwie für die Zukunft sich schaffen, was innovativ ist. Also das ist sozusagen eine der Dinge, die zunehmend diskutiert werden. Also dass politische Akteure immer stärker einfordern, dass es eine unmittelbare, in der Gegenwart anwendbare Relevanz gibt. Das andere ist, was ich ja schon erwähnt habe, dass also in Australien sozusagen der Minister dann halt drüber schaut und dann eventuell das ein oder andere Projekt rauskickt, was ihm halt politisch nicht genehm ist. So, erstmal soweit? Genau, richtig. Dankeschön. Frau Professor Dr. High Hawkins, Sie können da ja auch sehr gut was sagen, weil Sie viel mit Kollegen im Ausland zu tun haben, auch in einem Verbund arbeiten. Gab es schon mal einen Punkt, wo Sie vielleicht an eine Grenze gestoßen sind, wo es von Ihrer Seite vielleicht möglich gewesen wäre, aber von der anderen Seite her schwieriger? Ja, durchaus. Es gibt... Die DFG wurde ja schon erwähnt, eine ganze Reihe von Abkommen zwischen der DFG und Nachbarländern, wo also wir mit Partnern aus Nachbarländern gemeinsam Anträge einreichen können, die dann gefördert werden oder auch nicht. In der Regel hat die DFG, unsere Forschungseinrichtung, sehr viel mehr Geld als die in den Nachbarländern. Das heißt, wenn die DFG 10 Anträge fördern könnte, das Nachbarland, sagen wir mal Polen oder Tschechien, aber nur 3, dann ist das natürlich selbst für sehr gute Anträge ein Problem, dort gefördert zu werden. Also da kann man durchaus an seine Grenzen stoßen. Oder auch wenn man kooperiert und man muss die Grundausstattung
nachweisen, die man für das Projekt, was man bearbeiten will, zur Verfügung hat. Das ist für uns in der Regel einfach. Ich habe die Labore, ich habe die Mitarbeiter, ich habe die Geräte, ich habe das, was ich brauche, sodass ich die Verbrauchsmaterialien, also das, was ich dann wirklich für die Forschung selber brauche, beantragen kann. Ich kann nachweisen, ich fange nicht von null an, ich laufe eigentlich schon und kann dann auch rennen. Das fällt vielen der Kollegen im Ausland sehr, sehr schwer. Die kämpfen also wirklich mit den elementarsten Dingen, die sie nicht zur Verfügung haben, und können dann gerade bei solchen Wettbewerben eigentlich nicht adäquat auf gleicher Höhe die Anträge mittragen. Ob das EU-Projekte sind, ob das gerade diese gemeinsamen DFG-Projekte sind. Also da merkt man das ganz besonders, dass wir eben schon auf einem höheren Niveau bei den östlichen Ländern jetzt insbesondere von uns aus gesehen anfangen. Und wenn es ums Finanzielle geht, wir haben vielleicht die Möglichkeiten, aber trotzdem ist es natürlich so, das ist auch ein sehr interessanter Punkt, den wir besprochen hatten, und zwar, Herr Professor Dr. Gaunitz, dass Sie gesagt haben, wenn es um die Akzeptanz geht, also das Stichwort zum Beispiel der Steuerzahler zahlt ja auch für die Forschung mit, und Sie sagen, gerade wenn es um die Medizin geht, hat man eigentlich eine ganz gute Akzeptanz, weil das was ist, was man vielleicht auch einfacher vermitteln kann manchmal, aber wenn ich gerade an sowas wie der Tierversuche denke, dann ist es natürlich ein Thema, was sehr, sehr viel Diskussion hervorruft. Das heißt, fühlen Sie sich dennoch frei oder haben Sie manchmal das Gefühl, dass Sie sich sehr dafür rechtfertigen müssen, woran Sie forschen? Also sagen wir mal so, wenn wir es jetzt in Verbindung mit Geld bringen und der DFG, muss man sagen, haben wir tatsächlich hier eine sehr, sehr gute Situation in Deutschland, dass eben auch Projekte gefördert werden, wo man jetzt sagt, na, so die unmittelbare Anwendung sehe ich nicht. Das können ja Studien sein über die Mundwerkzeuge von Insekten beispielsweise, wo man sich vielleicht fragt, ja, also da muss man sagen, haben wir den großen Vorteil, dass die Begutachtung der Projekte durch die DFG eben durch Wissenschaftler erfolgt. Das ist in anderen Ländern anders. Ich habe jetzt gerade in den letzten Tagen mit einer Partnerin aus Moskau gesprochen, die eben sagt, also da sieht es nur Bürokraten. Da entscheiden Bürokraten in der Ethikkommission, da entscheiden Bürokraten über die Anträge. Da ist es sehr, sehr schwierig, irgendwas durchzubekommen. In anderen Ländern, Indien, Sie hatten das angesprochen, habe ich auch ein paar Partner, in Schweden übrigens das Gleiche, die haben sowas wie diesen ja, Matthäus-Effekt, nennen die Soziologen, dass wir wer hat, dem wird gegeben. Also da schaut man sehr danach, dass die Gruppen Geld bekommen, die bereits in hochkarätigen Journalen publiziert haben. Das heißt, wenn Sie da eine kleine Gruppe sind, die noch wenig Erfahrung hat, die ein neues anspruchsvolles Projekt hat, dann haben Sie kaum eine Chance auf eine Förderung. Das geht also wirklich dann immer, ja, da gibt es auch diesen Sprichwort mit dem Teufel, Sie kennen das wahrscheinlich, wo der seine Notdurft verrichtet. Das wird ja sehr oft gesehen. In Deutschland ist das ein bisschen anders. Es gibt natürlich schon die Situation, dass auch in Deutschland, wenn Sie in großen Verbünden drin sind und die gut laufen, dann haben Sie auch eine Menge Publikationen und dann ist es hier auch einfacher, noch mehr Geld zu kriegen. Also man hat es auch hier schwer, wenn man anfängt, aber es ist prinzipiell möglich, mit neuen Projekten zu beginnen. Professor Dr. Schwarz, Sie haben ja auch so schön das Stichwort Grundlagenforschung mit reingebracht, gerade wenn es um sowas wie die Akzeptanz geht oder auch die Erklärungsnot vielleicht oder das Gefühl der Erklärungsnot, ist das ja manchmal schwierig. Vielleicht nochmal, müssen wir nochmal ganz kurz klären, was bedeutet eben diese Grundlagenforschung und wieso ist das so schwierig oder wieso wird das so heiß manchmal auch diskutiert? Grundlagenforschung schwierig ist und heiß diskutiert wird? Naja, also zumindest manchmal einen anderen Druck für die Rechtfertigung mit sich bringt, sage ich mal. Hey, das ist ja eigentlich schon angeklungen, dass in der Wissenschaft die Zeitskalen sicherlich auch so ein bisschen disziplinabhängig manchmal sehr, sehr lang sein können, auch über Generationen von Wissenschaftlern. Ja, man baut immer auf dem auf, was Wissenschaftler vor einem hinterlassen haben, immer nach Maßgaben, dass man natürlich einen gesicherten Grund unter den Füßen hat. Und da ist durchaus die Mathematik ein gutes Beispiel für. Mathematik, die oder viele Bereiche in den Anwendungen zehren jetzt von Mathematik, die im 19. Jahrhundert entwickelt worden ist. Nehmen Sie Kosmologie. Jetzt ist man an dem Punkt, wo man die wirklich die tiefen Forschungsgegenstände von Albert Einstein jetzt allmählich versucht, empirisch
erfassbar zu machen. Jetzt sind wir so weit, wo wir in Zeitungen lesen, es wird demnächst gelingen, ein schwarzes Loch sichtbar zu machen. Muss man sich mal überlegen, dass das jetzt gelingt, etwa ja, fast 100 Jahre, nachdem die allgemeine Relativitätstheorie entwickelt worden ist. Quantenlogik. Ja, jetzt wird davon gesprochen, dass sich Computer bauen lassen, die auf Quantenlogik, auf Quanteneffekten basieren. Die Mathematik dazu ist auch vor etwa 80, 90 Jahren entstanden. Also in solchen Zeitskalen, zumindest in meinem Bereich, funktioniert Grundlagenforschung. Und das dafür Akzeptanz zu erzeugen, das ist gar nicht so einfach. Ja, also es gibt viele, viele Kollegen, die arbeiten in Grundlagenbereichen, da fehlen diese Beispiele, um eine solche eingängige Legitimation herzustellen oder zu begründen. Diese Beispiele fehlen einfach noch. Ja, und jetzt könnte man natürlich schnell wieder auf die Politik eindreschen, die immer nur in Wahlrhythmen, ja, in Legislaturperioden, ich denke, so schlimm ist es definitiv nicht. Wir sehen ja schon viele Programme, die weitaus tiefer in die Zukunft schon gehen, ja, wo man auch wirklich versucht, uns Planungs- und Handlungssicherheit auch über unsere eigenen Personen hinaus der Universität Planungssicherheit zu geben. Aber das erfordert einen sehr, sehr langen Atem und es erfordert vor allen Dingen Akzeptanz. Und ich denke, ein interessantes Thema bei dieser Akzeptanz ist halt immer dieser Dualismus. Ja, da einerseits der Vorwurf, ihr seid ja alle in euren Elfenbeintürmen, ja, auf der anderen Seite entgegnen wir dem dadurch, dass wir besonders hohe Aufmerksamkeit auf Transfer, ja, oder in der modernen Sprache auf die Third Mission legen. Aber das hat natürlich auch eine Kehrseite. Dadurch, dass wir als Wissenschaftler versuchen, alles oder viele unserer Dinge möglichst einfach und möglichst unmittelbar zu erklären, erzeugen wir natürlich auch diesen Erwartungsdruck, dass alles erklärbar ist, ja, und dass alles auch schnell Wirkungen zeigt. Und so einfach ist es nun mal einfach nicht in der Grundlage, in der Wissenschaft und schon gar nicht in der Grundlagenwissenschaft. Dann, na, sehr gerne. Ich möchte auch die Politik retten und daran anschließen. Also weil eine der Sachen, die ich interessant finde daran, ist natürlich, dass hier sozusagen in der Definition dessen, ab wann ist man frei und was soll man fördern, nicht nur um Kontroversen gibt zwischen den Medien und den Politikern und den Wissenschaftlern, sondern dass wir das untereinander täglich austragen. Also irgendwie so ein Beispiel ist, man sitzt in der DFG im Beirat und dann bekommt man diese Projekte und 70% der Projekte wurden positiv begutachtet. Und man weiß aber, das Geld reicht für 30%. Und dann geht es um genau diese Fragen, ne? Also die wir uns selber stellen. Also der eine arbeitet gerade über Flüchtlinge und der andere macht was irgendwie über ein irgendwie sehr exotisches Ritual in Indonesien. Und der dritte hat irgendwie in ganz tollen internationalen Journals veröffentlicht und ist einfach irgendwie eine Führungsfigur, hat aber irgendwie so ein mittelmäßiges Thema. Und dann fangen wir an zu diskutieren. Irgendwie von den dreien können wir jetzt eins fördern. Also sind uns jetzt die Flüchtlinge wichtiger oder sagen wir irgendwie, dass der indonesische Antrag ist besonders gut oder sagen wir, naja, der Mann oder die Frau hat irgendwie internationalen Journals veröffentlicht, die macht das Projekt auf alle Fälle gut, da kommt immer was bei raus, das sollte man machen. Und so irgendwie fordert einem irgendwie jeden Tag Forschen irgendwie diese Entscheidung ab. Wo zieht man selber die Grenzen dessen, was man ermöglicht und dessen, was man nicht ermöglicht? Also das ist manchmal gar nicht so leicht. Da sprechen Sie auch ein sehr, sehr schönes Thema an. So ein bisschen über Einschränkungen oder Grenzen wollen wir auch in Deutschland noch reden. Ein Punkt, der im Vorgespräch auch ein paar Mal gekommen ist, was natürlich schön an der universitären Arbeit ist, ist auf jeden Fall, dass man den Punkt Lehre noch mit hat. Und Professor Dr. Gaunitz, Sie haben ja auch gesagt, manchmal ist es halt sehr viel Lehre, da kommt Forschung zu kurz, dann ist es wieder sehr viel Forschung, da kommt vielleicht Lehre manchmal zu kurz. Haben Sie denn das Gefühl, dass man das irgendwie klarer einteilen sollte oder klarer in Grenzen setzen sollte? Oder ist es eigentlich schön, dass es immer den Wechsel gibt? Na, das ist gar nicht so einfach. Man sollte natürlich schon ein gewisses Maß finden, in dem jeder einzelne Forscher Lehre betreibt. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man den rein Lehrenden an die Universität bringen sollte, weil Lehre sollte auch von dem gemacht werden, der auch in der Forschung mit beiden Beinen steht, weil der kann das am besten und der weiß Bescheid. Das ist
sicherlich eine Frage, wo die Lehre gemacht wird. Das ist, wenn Sie jetzt in der naturwissenschaftlichen Fakultät sind, ist das gar nicht so ein großes Problem. Da haben Sie Naturwissenschaftler und da unterrichten Sie Ihr Fach und die wollen das auch hören. Schwieriger ist es in medizinischen Fakultäten beispielsweise, wo Sie Mediziner haben, die wollen Ärzte werden und die sollen sich dann Biochemie anhören. Und das sind sehr viele, die sich da Biochemie anhören müssen und die finden das auch gar nicht interessant. Und dann sind sie schon sehr gefordert, trotzdem diese Lehre eben an Leute, für die das nur eine Pflichtveranstaltung ist, heranzutragen. Und wenn sie davon, mal ehrlich gesagt, ich habe zum Teil acht Semesterwochenstunden, also in Seminaren gehangen, zusätzlich zur Vorlesung, dann sind sie schon frustriert. Ich habe dann sogar freiwillig Vorlesungen in der Biochemie gehalten, in Organbiochemie, weil das so erfrischend war, Leute vor einem sitzen zu haben, die sich wirklich begeistern ließen für das Thema. Also da macht man dann sogar freiwillig noch ein bisschen mehr. Aber prinzipiell muss man einfach darauf achten, wie man das macht, aber man kann nicht jetzt einen reinen Lehrenden an die Universität einführen. Also davon würde ich dringend abraten, unabhängig von der Diskussion, wie sinnvoll Vorlesungen sind oder nicht, was ja auch immer wieder auf den Tisch kommt. Aber das ist ja nicht unser Thema heute. Und wie sehen das Sie anderen? Haben Sie auch manchmal das Problem, dass Ihre Forschung unter vielleicht zu viel Leere leidet oder andersrum? Ich kann da gerne was zu sagen. Als ich mir überlegt habe, was will ich denn mit meinem Leben anstellen? Mir macht Forschung Spaß, mir macht Lehre Spaß. Und ich habe mir überlegt, wenn ich Lehrerin werden würde, könnte ich natürlich nicht so forschen. Und ich hätte vor allen Dingen auch Leute da sitzen, die das, was mich persönlich sehr begeistert, und das ist halt die Chemie, so nicht die Begeisterung mit mir teilen würden, nicht alle. Deswegen bin ich Professorin geworden. Ich lehre gerne, ich forsche gerne. Und für mich gibt es drei Abschnitte, das Bachelorstudium, das Masterstudium und die Promotion. Ich bilde in all diesen Abschnitten Leute aus, aber immer mit dem Fokus, sie zu guten Forschern zu machen. Das ist in der Chemie so. Jemand mit dem Bachelor wird zwar einen berufsqualifizierenden Abschluss erwerben, aber er wird damit keinen Job finden oder keinen guten Job, sage ich mal. Jemand mit dem Master ist genau das Gleiche. Es ist ein berufsqualifizierender Abschluss, aber mit dem Master in der chemischen Industrie einen guten Job zu kriegen, ist schwierig. Die Promotion gibt mir genau die Möglichkeit, das, was ich in der Forschung verfolgen möchte, zusammen mit motivierten jungen Menschen zu verfolgen. Ich bilde Forscher aus. Das ist meine Aufgabe. Das ist unser aller Aufgabe. Und ich habe das große Glück, dort Leute zu haben, die sich das ausgewählt haben. Die wollen das machen. Und die kommen zu mir, weil die Themen, die ich anbiete, für sie interessant und spannend sind. Wenn das ein Thema aus der Grundlagenforschung ist, das die spannend finden, dann freut mich das genauso, als wenn sie sich jetzt für ein Thema interessieren, was zumindest den Aspekt hat, in die Anwendung zu gehen. Und gerade in der Chemie ist ja da die Grenze in der Tat fließend. Wir wissen, die chemische Industrie in Deutschland ist stark. Das braucht man eigentlich niemandem zu erklären, warum Chemie wichtig ist. Auf der anderen Seite ist das, was wir an den Universitäten machen, in der Regel zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wir Grundlagenforschung brauchen, denn nur wenn ich verstehe, wie etwas funktioniert, kann ich es besser machen. Wenn ich das nicht weiß, ist es, denke ich, sehr, sehr schwierig oder nahezu unmöglich. Und ist natürlich ein ganz anderer Bereich als in der Mathematik, aber auch in der Chemie gibt es viele Beispiele, wie Dinge, die in der Literatur vor 50, 60, 70 Jahren zum ersten Mal aufgegriffen worden sind, auf einmal interessant werden. Interessant werden für Materialwissenschaften, interessant werden für neue Medikamente. Wir brauchen Grundlagenforschung einfach, um die Zukunft mitzugestalten. Wir müssen verstehen, wie Dinge funktionieren und anders geht das nicht. Und wir haben den Vorteil, das an der Universität mit Leuten, die wir ausbilden, machen zu können, die mit uns verstehen lernen wollen. Und also besser geht es eigentlich gar nicht mehr. Und Frau Professor Dr. Rau, Sie haben mir auch erzählt, dass jetzt oft oder in manchen Universitäten auch die Anzahl der Studierenden zum Beispiel ein Thema sein kann. Das bedeutet, wenn jetzt ein Fachbereich nicht ausreichend genug Interessenten sozusagen hat, wie Sie so schön mal gesagt haben, wenn ich drei Leute da sitzen habe, dann kann ich in dem Sinne nicht rechtfertigen, dass es dieses Fach so gibt oder kann ich das nicht aufrechterhalten, da Vorlesungen zu halten und so weiter und so fort. Würden Sie sagen, dass in dem Sinne, in dem Moment die Trennung von Lehre und Forschung auf jeden Fall sinnvoll ist, dass die Forschung in dem Bereich so weitergehen muss, obwohl die Lehre das vielleicht nicht kann?
Also es ist ein super wichtiges Thema und es wird unwahrscheinlich kontrovers diskutiert, vor allen Dingen in meiner Fakultät. Also in meiner Fakultät haben wir Fächer, also wie Geschichte, die ganz viele Studenten haben. Ethnologie hat auch ganz viele Studenten, ich muss mir keine Sorgen machen. Aber Fächer wie Indologie zum Beispiel, Sinologie, Japanologie, also die Frage ist sozusagen, müsste man die jetzt sozusagen rational abschaffen, weil die haben irgendwie, da fangen 27 im Bachelor an und dann machen 3 fertig, weil die Sprachenlernen so schwierig ist und dann gibt es im Master einen und dann aber auf der Doktorandenebene gibt es eben 8. Ne? Und das sind die Kollegen, die eher darüber klagen, dass sie zu wenig Lehre machen. Und ich glaube, das ist eine ähnlich schwierige Frage wie die Frage der Grundlagenforschung. Also ist deswegen, weil wir jetzt im Moment irgendwie nicht erkennen, warum man alte Sanskrit-Texte lesen soll, ist das sozusagen, und weil das nicht genug Studenten lernen wollen, ist das ein ausreichender Grund, um zu sagen, das braucht man auch wirklich nicht mehr und das sollen die da in Indien machen. Das interessiert uns hier nicht. Oder können wir nicht sagen, dass im Prinzip die philosophischen Traditionen, so wie sie sich hier in Europa entwickelt haben, ganz essentiell davon geprägt sind, dass hier Sanskrit gelesen wurde, dass also sehr viele philosophische Texte aus anderen Sprachen gelesen wurden, die ja genau sozusagen zu der Ermöglichung geführt haben, irgendwie die Dinge aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen und so Philosophie überhaupt weiterzuentwickeln. Also da geht es ja irgendwie nicht nur um den Sanskrit-Text, sondern um die Frage, welche philosophischen Anschauungen kann man daraus gewinnen. Und da kann man sagen, sozusagen für einige meiner Kollegen in der Fakultät kann ich sagen, und das finde ich dann sehr ermutigend, die haben ganz viel extra Zeit und die nutzen die tatsächlich, um extra ganz viel Drittmittel einzuwerben. Die haben halt wirklich einfach die Zeit, um mehr Projekte zu machen. Das gilt nicht für jeden, aber die Frage ist sozusagen, kann man in der Universität solche Kompromisse finden? Ja, dass man sagt irgendwie, es gibt nicht sozusagen zweckrational, jeder Professor ist Aquaprofessor 8 Stunden, ja, sondern gibt es Möglichkeiten, zu sagen, okay, gut, also es sind weniger Studenten, dann macht ihr halt 4 Stunden, aber dafür ist sozusagen euer Forschungsanteil größer, ja, und es werden sozusagen andere Erwartungen an die Forschungsperformance gelegt oder so. Also ob man da sozusagen flexibler mit umgehen könnte oder ob das wirklich nach dieser genormten Methode, wie man das in Deutschland macht, wo per Gesetz festgelegt ist, wie viel jeder zu lehren hat, ob das dann immer die richtige Methode ist. An dieser Stelle machen wir einen kleinen Exkurs oder wir nehmen noch ein Thema mit rein, und zwar das Thema Zivilklausel. Das muss ich, glaube ich, auch erstmal ganz kurz erklären. Und zwar geht es darum, dass es eine Selbstverpflichtung von den wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten ist, ausschließlich für zivile Zwecke zu forschen. Also auch im Grunde eine Selbstbeschränkung, die man da in dem Moment vielleicht in gewissen Bereichen auch einnimmt. Und deswegen haben wir noch tatkräftige Unterstützung von den Studierenden hier, und zwar Svetlana Paul von der AG Zivilklauselbündnis. Und genau, mit ihr wollen wir auch zum Beispiel darüber sprechen. Deswegen würde ich dich bitten, vielleicht können wir ihr mal kurz ein Mikro geben, das wäre super. Genau. Und zwar ist es ja so, dass die AG Zivilklauselbündnis, wie man aus dem Namen schon hört, dafür ist, dass an der Universität Leipzig so eine Zivilklausel auch eingeführt wird. Vielleicht kannst du noch mal ganz kurz erklären, wieso ihr von Studierendenseite euch das wünscht. Ja, also ist das an? Ja. Wir wünschen uns das, weil wir die Wissenschaft in der Verantwortung sehen, zu einem friedlichen Zusammenleben der Menschen beizutragen und für internationale Kooperationen einzustehen. Und gerade auch in Anbetracht dessen, was heute schon gesagt wurde, wegen der unrühmlichen Rolle, die die Universitäten auch im Nationalsozialismus gespielt haben. Und diesem Ziel gegenüber stehen aber massiv steigende Ausgaben für Rüstung und Militär. Und dementsprechend würden die Unis natürlich auch häufig damit beauftragt, diese Rüstung ja weiterzuentwickeln. Da steht wiederum dem Ziel einer friedlichen Wissenschaft bzw. einer friedlichen Welt entgegen. Und deswegen wünschen wir uns, dass Universitäten nicht für militärische Zwecke oder zur Weiterentwicklung von Rüstung forschen. Genau. Und Herr Professor Dr. Schwarz, Sie haben sich mit dem Thema auch schon beschäftigt, mit der Zivilklausel. Vielleicht können Sie noch mal erklären, auch von Lehrenden oder von Forschenden Seite, warum Sie das eher ablehnen. Ja, ich habe mit dem
Begriff der Zivilklausel schon erstmal ein begriffliches Problem, weil er meines Erachtens die Intention nicht ganz richtig fasst. Bei dem, was Sie jetzt, Frau Paul, gesagt haben, werden jetzt auch schon mehrere Dinge miteinander verknüpft. Ja, es ist außer Frage, dass die ethische Verantwortung eines Wissenschaftlers über die rechtlichen Verpflichtungen hinausgehen muss. Ja, also es kann nicht sein, dass alles das, was nicht explizit verboten ist, unbedenklich auch gemacht werden kann. Es gibt ganz klar ethische Leitlinien. Und wichtige Leitlinien haben Sie ja auch genannt. Zum Wohle des Menschen, der Menschen, zum Schutz der Umwelt, für ein friedliches Zusammenleben. Das ist alles gar keine Frage. Nur die es werden dann schon Dinge miteinander verknüpft, die ich dann schwierig finde, wenn es dann darum geht, welchen normativen Charakter soll es denn jetzt haben? Es sind zwei Punkte. Erstens, was bedeutet denn eine solche Zivilklausel in irgendeiner Form, zum Beispiel in einer Grundordnung? Kann sie einen Verbotscharakter überhaupt haben? Da habe ich große Zweifel, dass sie gegenüber Artikel 5 Absatz 3 tatsächlich so eine starke Verbotswirkung überhaupt haben kann. Ja, sie kann meines Erachtens nur eine ethische Leitlinie sein. Und zweitens, wenn es dann um Operatives geht, also das Selbstverbot für etwas Mittel zur Verfügung zu stellen oder zu kooperieren, da fängt es dann an, schon schwierig zu werden. Wird damit dieses primäre Ziel, einem friedlichen Zusammenleben zu dienen, genau gefördert? Was ist das Gegenteil davon? Für mich das Gegenteil von friedlich, nicht automatisch militärisch, sondern das Gegenteil von friedlich ist für mich erstmal ganz simpel kriegerisch. Ja, an der Frage, da ist überhaupt gar keine Frage. Natürlich sollte es ein ethisches Gebot sein, mit wissenschaftlicher Forschung nicht kriegerische, nicht aggressive, keine Gewaltziele zu verfolgen und auch keine Mittel zu entwickeln, um dieses Ziel zu verfolgen. Da kann man jetzt ewig drüber diskutieren. Mein Hauptkritikpunkt ist aber vor allen Dingen, dass vor dem Licht der Schwierigkeit, inwieweit eine solche Klausel überhaupt umsetzbar wäre, sie meines Erachtens in der Regel viel zu kurz greift. Sie können, wir haben das ja in der Diskussion zur Grundlagenforschung schon erlebt, Sie können ja gar nicht ganz genau sagen, wozu bestimmte Forschungsergebnisse etwas ermöglichen, welches Potenzial sie haben. Ja, ein einzelner Wissenschaftler mag ein bestimmtes konkretes Ziel haben, welches in der Regel eine relativ abstrakte Sache ist oder nur ein kleiner Baustein. Es sind in der Regel nicht einzelne Wissenschaftler, die von Grundlagenforschung bis zu einer ganz konkreten Anwendung denken. Und selbst wenn, haben sie das Problem, welches in den letzten Jahren mehr denn je im Blickpunkt geraten ist, das Dual-Use-Problem, dass Dinge, die für etwas Gutes entwickelt worden sind, für ein konkretes gutes Ziel, möglicherweise genauso leicht auch für etwas extrem Gefährliches, für etwas extrem Aggressives, ja, oder auch Kriegerisches eingesetzt werden können. Schönes Beispiel in der synthetischen Biologie oder Biotechnologie, die neue Methode, das Erbgut ganz gezielt und präzise zu verändern mit der Technologie CRISPR-Cas. Ja, damit haben Sie endlich Möglichkeiten in der Medizin, fantastische neue gentherapeutische Maßnahmen zu entwickeln. Aber Sie können sich sehr schnell auch haarsträubende, horrende Möglichkeiten in ganz anderer Weise einfallen lassen. Und so könnten Sie jetzt in vielen Disziplinen Beispiele finden von diesem Dual-Use-Charakter. Ja, nehmen Sie Psychologie. Auf der einen Seite wollen Sie vielleicht traumatisierten Menschen, ja, möglicherweise auch Soldaten, die aus einem militärischen
Einsatz zurückkommen und hochgradig traumatisiert sind, wollen Sie ihnen helfen. Auf der anderen Seite können Sie vielleicht auch mit den gleichen Forschungsergebnissen sich Methoden ausdenken, mit denen Sie genau das Gegenteil verfolgen, ja, Menschen Böses zuzufügen. Ja, und so könnte man bis hin zur Jurisprudenz, ja, sich Beispiele einfallen lassen, dass bestimmte Normen zu etwas Gutem gedacht sind und zu etwas Bösem eingesetzt werden können. Und das muss der eigentliche Aspekt sein, ja, die Frage, die richtigen ethischen Ziele, die notwendig sind zu formulieren, sie verfolgen zu können und zu fragen, wie können wir das gewährleisten? Und das kann in der Regel nicht durch Verbote geschehen. Denn die Grenze zu ziehen, wo sie dann tatsächlich die notwendige Wissenschaftsfreiheit, alles, was wir vorhin gelobt haben, ja, der Schutz vor politischer und ideologischer Vereinnahmung und Instrumentalisierung insbesondere, da nicht in dieses Gebiet reinzutreten, das ist außerordentlich schwierig. Und deswegen habe ich mit einer pauschalen und simplen Zivilklausel schlicht und einfach ein Problem. Vielleicht können wir ja noch mal ganz kurz über eine Alternative reden. Also wenn Sie sagen, das ist vielleicht nicht weit gedacht, dann muss es ja eine Idee geben, was es darüber hinaus geben könnte. Vielleicht gibt es da von Ihrer Seite auch schon eine Idee, was ist vielleicht, weil wir sind ja jetzt auch schon in einem moralischen Bereich, über den ich auch gleich noch gerne mit Ihnen allen reden möchte. Wo sehen Sie denn da eine Alternative zu der Zivilklausel zum Beispiel? Gerne. Bei mich jetzt. Naja, wenn Sie einfach mal gucken, was unter dem Schlagwort Zivilklausel an verschiedenen Universitäten implementiert worden ist an Texten, dann stellen Sie fest, dass das Spektrum extrem breit ist. Ganz kurze Aussagen, in der Regel irgendwo im Leitbild einer Universität, diese Universität verpflichtet sich für ausschließlich friedliche Zwecke Wissenschaft zu betreiben. Das ist relativ einfach. Über schwierige Sätze, Kooperation mit Vertretern militärischer Einrichtungen oder Rüstungsindustrie verbieten wir uns selbst. Und dann kann man schon fragen, geht das überhaupt? Aber auch zu sehr tiefgehenden und wohlüberlegten Texten, den letzten, den ich gesehen habe, Universität Marburg, der genau das aufgreift, was seit etwa 3 Jahren von den großen Wissenschaftsorganisationen intensiv diskutiert wird, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der Nationalen Akademie Leopoldina, ja auch vor dem Hintergrund der Politikberatung, Max-Planck-Gesellschaft hat Ähnliches schon implementiert, wo man vor allen Dingen den Blick auf die Dual-Use-Risiken versucht zu lenken. Und hier gibt es konkrete Empfehlungen, Ethikkommissionen einzurichten. Das ist ein Thema, mit dem ich mich in den vergangenen Jahren selber schon beschäftigt habe, was alles andere als einfach ist. Denn auch hier ist die Frage, was kann eine Ethikkommission, wie weit darf sie gehen? Wo kommt die Kompetenz für eine solche Ethikkommission her? Das halte ich für ein ganz, ganz schwieriges Thema. Ja, und dann die letzte Stufe, wie kann man es operativ angemessen umsetzen, ohne dass man den gesamten Betrieb lahmlegt. Ja, wir können mittlerweile zig Kommissionen einrichten und alle unsere Wissenschaftler lahmlegen und sie damit von gefährlicher Forschung abhalten. Ja. Auch ein sehr spannender Ansatz. Ich möchte gerne natürlich auch nochmal der Frau Paul die Möglichkeit geben, auf ihre Argumentation zu antworten. Deswegen nochmal der Blick in die Richtung. Also erstmal ist ja schön, dass wir offenbar beide einig sind, dass Wissenschaftler ausschließlich friedensstiftende oder zumindest nicht militärische Forschung machen sollten. Aber es ist ja nicht so, dass anscheinend, dass alle Forscher in Deutschland diese Ansicht teilen. Denn Fakt ist ja, dass Rüstungsforschung oder Forschung für eindeutig militärische Zwecke, wo das, denke ich mal, sehr klar erkennbar ist oder wo man es sich mit bei genauerem Hinsehen auf jeden Fall denken kann, dass die stattfindet. Und wenn es, sage ich mal, wenn Zivilklauseln an den entsprechenden Orten konsequent durchgesetzt werden könnten, dann hätte man das damit verhindern werden können. Also ich denke nicht, dass bei jedem Forschungsprojekt es so uneindeutig ist. Natürlich kann man die Analysis für alle möglichen Zwecke missbrauchen, aber das ist ja
nicht immer so der Fall, dass es nicht einsehbar ist. Ansonsten, weil Sie fragen, ob Zivilklauseln überhaupt umsetzbar sind, also es gibt sie ja bereits an deutschen Universitäten zuhauf, also können sie offenbar auf jeden Fall eingeführt werden. Und ansonsten, wenn Sie sagen, das greift zu kurz, möchte ich an der Stelle noch sagen, dass ich das genauso sehe, denn eine Zivilklausel alleine kann nicht viel ausrichten. Also ich denke auch, dass das Wichtige an einer Zivilklausel ist nicht so dieses Verbot, sondern die Möglichkeit, überhaupt den Diskurs zu ermöglichen. Dieser kann aber nicht stattfinden, weil im Moment viele Forschungsprojekte geheim gehalten werden und gerade nämlich die, die kritisch sind, weswegen wir auch eine Transparenz brauchen. Also eine Zivilklausel kann eigentlich nur gemeinsam mit einer Transparenzklausel funktionieren und da würde ich mit Ihnen mitgehen zu sagen, ich bin auch nicht dafür, dass der Forscher dann in seine Liste schaut und guckt, ach ja, mit dem Unternehmen darf ich kooperieren und mit dem nicht, sondern die Zivilklausel soll dem Forschenden die Möglichkeit geben, überhaupt ethische Aspekte in seine Forschung einzubeziehen, obwohl er unter dem Druck steht, Drittmittel einzuwerben. Und das kann halt nur geschehen, wenn er einerseits überhaupt etwas hat, worauf er sich berufen kann. Im besten Fall halt eine Zivilklausel, die das irgendwie bestmöglich abgrenzt und einerseits aber auch die Möglichkeit hat, also einerseits ja Forschungsprojekte halt auch öffentlich machen darf, dass die überhaupt stattfinden und nicht nur, also die Transparenzklausel ist meiner Ansicht nach auch nicht nur eine Möglichkeit für den Forschenden, sondern auch für die Öffentlichkeit, die vielleicht, also könnte man ja auch mal darüber diskutieren, auch eine Möglichkeit haben sollte, irgendeiner Form mitzuentscheiden, wofür denn eigentlich geforscht wird. Und dann möchte ich noch was sagen zu dem, was Sie gesagt hatten, die Traumata-Forschung. Ja, also man kann... Das ist ein interessantes Beispiel, weil es, glaube ich, genau in dem Punkt tatsächlich darauf ankommt, wer die finanziert. Und gerade da könnte eine Zivilklausel eigentlich auch sozusagen Gutes tun. Denn wenn das Bundesverteidigungsministerium in Auftrag gibt, Traumaforschung zu betreiben, um traumatisierten Soldaten zu helfen, dann hat das dann den Nebeneffekt, dass die Therapeuten nicht die Möglichkeit haben, die eigentliche Ursache des Traumas in Frage zu stellen, nämlich den Krieg selbst. Wohingegen, wenn man diese Traumaforschung zivil betreiben würde, die Wissenschaftler wesentlich, also die Therapeuten in dem Fall wesentlich freier an die Therapie herangehen könnten und so halt tatsächlich die wahren Ursachen des Traumas bekämpfen könnten. Und gerade in dem Fall haben sich auch gibt es einen offenen Brief von IPPNW, der von über 200 Ärzten und Psychotherapeuten unterschrieben wurde, die sich dagegen gewandt haben, dass sie im Auftrag des Bundesverteidigungsministeriums, also Soldatinnen und Soldaten, therapieren sollen, sondern die möchten das halt lieber unabhängig von dem entsprechenden Geldgeber, also dem Bundesverteidigungsministerium, tun. Ich glaube, du hast so viele Punkte genannt, dass wir mal ganz kurz sozusagen erstmal da nochmal drüber sprechen müssen. Also Sie haben sich ja offensichtlich sehr viele Gedanken darüber gemacht. Deswegen würde mich interessieren, wie stellen Sie sich das denn operativ tatsächlich vor? Also ganz praktisch, heißt das, dass jeder, der jetzt eine Kooperation mit einer Industrie eingeht, muss erstmal über eine extra Ethikkommission gehen? Ist das so gedacht? Muss jeder, der ein neues Forschungsprojekt plant, erstmal über diese Ethikkommission gehen und erstmal checken lassen, ob die Substanzen, die er da verwenden will, um einen Tumor zu bekämpfen, nicht möglicherweise auch in höherer Konzentration als Giftstoff eingesetzt werden kann? Jeder, der eine Materialforschung macht, der muss erstmal prüfen lassen, ob man das vielleicht dazu verwenden kann, einen Panzer widerstandsfähiger gegen Granaten zu machen. Also ich verstehe nicht ganz, wie das funktionieren soll. Also die operative Umsetzung hängt, glaube ich, von vielen Faktoren ab, die ich als Studierende, also dafür habe ich zu wenig Einblick in den Verwaltungsapparat der Universität, um jetzt irgendwie in jedem Detail die Umsetzung einer Ethikkommission planen zu können. Aber ich würde mich persönlich, das ist aber nur meine eigene Meinung, nicht gegen Dual Use richten. Also wie ich schon gesagt habe, es gibt natürlich, oder wie auch Herr Schwarz schon gesagt hat, es gibt sicher viele Forschungsprojekte oder viele Forschungen, bei der man, also die man sowohl für gute als oder sowohl für zum Beispiel militärische oder nicht militärische Zwecke gebrauchen kann. Wichtig ist aber,
in meinen Augen, dass dieser Diskurs überhaupt erstmal stattfindet. Also dass überhaupt zum Beispiel durch Transparenz bei Forschungsprojekten überhaupt erstmal die Möglichkeit besteht, das zu diskutieren. Und dass halt, wie gesagt, Forscher etwas haben, worauf sie sich berufen können. Und dann möchte ich auch nochmal das wiederholen, was ich gesagt habe. Also bei allen Forschungsprojekten, wo man nicht eindeutig sagen kann, ob das jetzt, also zu welchen Zwecken das dann in 20 Jahren vielleicht mal verwendet wird, gibt es, glaube ich, auch viele Forschungsprojekte, die, wo man dann vielleicht auch als Forschungsgruppe zu dem Schluss kommen kann, nein, wir möchten das nicht unterstützen, weil das sehr eindeutig kriegerischen Zwecken dient. Da verstehe ich aber jetzt immer noch nicht so ganz, warum ich dann eine Ethikklausel oder diese Klausel brauche. Wozu brauche ich die dann? Ich möchte einen Diskurs haben und ich möchte Leute dazu einladen, an diesem Diskurs teilzunehmen. Das kann ich ja machen. Brauche ich dazu die Klausel? Das verstehe ich jetzt. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, also unabhängig von einer Zivilklausel braucht man dafür auf jeden Fall erstmal eine Transparenzklausel, die wir auch nicht haben und die ich auf jeden Fall in Einheit mit einer Zivilklausel, also die gehört irgendwie dazu, weil sonst ist eine Zivilklausel auch nur ein zahnloser Tiger. Und außerdem finde ich es schon wichtig, dass die Universität sich dazu bekennt, dass sie halt ausschließlich zivile Forschung machen möchte, weil das ja viele Unis nicht tun. Es ist also, es mag für sie selbstverständlich sein, dass sie militärische Forschung nicht unterstützen möchten, es ist es aber für andere Forschende offenbar nicht, leider. Aber das ändert, wie gesagt, nichts an der Operativität und der Art und Weise, wie ich damit umgehe. Genauso wenig an der Transparenz. Ich kann irgendwo reinschreiben, wir machen transparente Forschung. Ja, und dann? Was passiert dann? Passiert das, dass es die Möglichkeit gibt, als Hochschulöffentlichkeit überhaupt erstmal zu erfahren, welche Forschungsprojekte überhaupt alle stattfinden. Und es gibt ja viele Forschungsprojekte, die geheim gehalten werden. Also ich weiß nicht, können Sie mir konkret sagen, wo hier ein Forschungsprojekt stattfindet, das geheim gehalten wird, dass wir nicht publizieren, wo wir nicht mitteilen, dass wir daran arbeiten? Also haben Sie da Indizien dafür, dass es hier geheim gehaltene Projekte gibt? Ich weiß, dass es auf jeden Fall, also nicht nur an dieser Universität, aber dass ein Auftraggeber, ein Externer die Möglichkeit hat, dafür zu sorgen, dass nicht veröffentlicht wird, dass an der Uni an etwas Bestimmten geforscht wird. Das ist mir viel zu theoretisch. Also ich würde dann Beispiel, Fakten. Vielleicht sollten wir auch noch mal erstmal verlassen uns. Genau, richtig. Ich glaube, wir müssen noch mal kurz rausgehen, weil wie gesagt, wir haben schon in die richtige Richtung gedacht oder ein interessantes Thema noch angesprochen, weil zum Beispiel sowas wie die ethischen und moralischen Grenzen ja auch bei der Forschung immer wieder ein Thema sind und nicht so eindeutig, glaube ich, festzulegen sind, wie jetzt zum Beispiel Geldmittel oder ja, genau, also vielleicht sollten wir da noch mal drüber sprechen und dann zum Beispiel Professor Dr. High Hawkins, haben Sie schon mal das Problem gehabt, dass Sie vielleicht an eine moralische Grenze geraten sind oder dass Sie es vielleicht gut fanden, dass es eine moralische Grenze dort gibt oder eine ethische Grenze? Ich persönlich bin bisher noch nicht in diese unangenehme Situation gekommen, wo ich mich hätte fragen müssen, ist das, was ich forschungsmäßig verfolge, unter Umständen jetzt ethisch bedenklich? Meine Forschung beschäftigt sich mit medizinisch anwendbaren Verbindungen, meine Forschung beschäftigt sich mit Katalyse, meine Forschung beschäftigt sich mit Materialien. Und ich versuche bei dem, was ich tue, eigentlich die Wissenschaft voranzutreiben, aber natürlich immer für nicht militärische Zwecke. Ich kooperiere mit der Industrie. Das tun viele von uns. Und im Rahmen dieser Kooperation ist es in der Regel in der Tat so, dass wir, wenn Dinge patentiert werden sollen, das gilt aber nicht nur für Kooperationen mit der chemischen Industrie oder für andere Industriezweige, sondern das gilt prinzipiell, wenn ich etwas patentieren möchte, darf ich darüber vorher nicht reden. Wenn ich das tue, kann ich kein Patent mehr einreichen. Und darum geht es vielen Industriepartnern, jetzt nicht nur unseren, sondern auch anderen, wenn wir Forschung haben, die unter Umständen geschützt werden soll durch ein Patent, dann muss man gewisse Spielregeln verfolgen. Aber in dem Moment, wo das Patent eingereicht ist, reden wir darüber, publizieren wir. Das ist selbstverständlich. Dafür sind wir Wissenschaftler. Wir wollen kommunizieren. Das ist unser Instrument. Wenn ich keinem erzähle, was ich mache, kann ich keine Diskussion mit anderen, die mich natürlich persönlich auch weiterbringt in meinen Erfahrungen, in meinem Denken betreiben. Und insofern denke ich, spreche ich nicht nur für mich, sondern auch für andere. Andererseits, ich bin Chemikerin.
Wir wissen, was in Syrien passiert ist. Wir wissen, was woanders passieren kann. Wir haben eine Verantwortung als Wissenschaftler, immer. Ich denke, die ist vielen von uns bewusst, die sollte allen von uns bewusst sein. Ich hoffe, sie ist allen von uns bewusst. Aber was ich denke, was eine ganz wichtige Aufgabe für uns ist, wenn ich Studierende ausbilde, muss ich über Dinge reden, die man mit meinem Fach, mit meiner Wissenschaft auch anrichten kann. Was man also an militärischen Dingen im Ersten oder Zweiten Weltkrieg mit der Chemie gemacht hat. Das müssen Leute wissen, einfach um aus der Geschichte zu lernen. Meine Aufgabe ist es aber auch, verantwortungsbewusste junge Menschen auszubilden. Das heißt Leute, die erkennen, wie ihr Handeln eigentlich zu werten ist, wie sie zu handeln haben, die sich ethisch so verhalten, wie ich es mir und auch andere sich das vorstellen. Ob mir das immer gelingt, das weiß ich nicht. Aber bei meiner Forschung oder auch bei der Forschung sicherlich, die andere betreiben, ist eigentlich der erste Gedanke immer der ein wissenschaftlicher. Wir wollen Wissen schaffen. Wir wollen Dinge verstehen. Was andere damit machen können, auch da gibt es Beispiele, das ist, nachdem wir es publiziert haben, nicht mehr unbedingt in unserer Hand. Und da muss man sich überlegen, wie man seine Forschung in welcher Form dann auch nach außen trägt. Ganz klar. Das ist eine Verantwortung, die wir haben. Aber ich denke nicht, dass eine Zivilklausel uns das in irgendeiner Art und Weise abnehmen oder erleichtern könnte. Ich denke, es muss in den Köpfen der Menschen stattfinden, dass man erkennt, was ist gut, was ist schlecht. Das kriegt jeder eigentlich von Kindheit an, hoffentlich in seiner Ausbildung oder zu Hause einfach durch das Elternhaus mit. Und wir an der Universität, wir können das eigentlich nur noch schärfen für unsere eigenen Fächer, dass Wissenschaftler die Verantwortung, die sie haben müssen, sehen. Und gerade die Research Academy, die wir ja hier in Leipzig haben, bietet Teile davon, da kann Herr Schwarz sicherlich noch etwas mehr dazu sagen, um diese jungen Menschen natürlich auch an die Hand zu nehmen, wenn sie eben nicht unbedingt immer schon dieses Gefühl haben, was ist jetzt der richtige Weg, um Menschen an die Hand zu nehmen und ihnen den Weg vielleicht klarer zu zeigen. Aber wie gesagt, eine Zivilklausel, glaube ich, wird das Problem nicht lösen. Herr Professor Dr. Gaunitz, hatten Sie schon mal den Fall, Sie sind ja auch im medizinischen Bereich tätig, das heißt gerade moralische und ethische Fragen sind bei Ihnen natürlich auch immer im Tagesgeschäft mit vorhanden, dass Sie vielleicht auch oder das Gefühl hatten, dass es vielleicht da noch mehr Grenzen geben sollte in dem Bereich? Ja, das ist jetzt schwierig zu beantworten. Ich finde, das Einzige, wo ich denke, wo es Grenzen gibt, ist in meinem Forschungsbereich dort, wo man vielleicht falsche Hoffnungen weckt. Also gerade wenn Sie Tumorforschung machen, erlebt man das doch relativ häufig, dass irgendjemand kommt, ich habe es schon erlebt, und sagt, boah, wir haben jetzt das Antitumormittel, das wirkt jetzt hundertprozentig, und dann wecken Sie Hoffnungen. Und das ist eigentlich auch ethisch im Grunde genommen nicht vertretbar. Aber das können Sie zum Teil gar nicht verhindern. Also weil Menschen, die einen Tumor haben, einen unheilbaren, die hängen sich natürlich auch an jedem Strohhalm auf. Und da muss man sehr vorsichtig sein mit allem, was man da äußert. Also da würde ich Grenzen sehen. Jetzt in der Forschung habe ich die bisher eigentlich noch nicht gesehen. Ich kann mir natürlich darüber Gedanken machen, dass ich jetzt eine Substanz habe, die auch schon in den 60er Jahren dazu mal verwendet worden ist, vor Strahlenschäden zu hindern. Und die ist da in der Zeit tatsächlich vor allen Dingen militärisch untersucht worden. Aus Gründen des Kalten Krieges und der Befürchtung, dass man das vielleicht mal brauchen könnte. Aber das hält mich jetzt natürlich nicht davon ab, diese Substanz weiter zu untersuchen. Ich habe ja eingangs versucht, Sie können sehr gerne. Ja, ich wollte einfach nur noch dazu hinzufügen, dass natürlich die ethische Verantwortung nicht nur da anfängt, wo unsere Ergebnisse produziert und verwendet werden, sondern auch in der Frage, wie wir diese Ergebnisse produzieren. Also Sie hatten Tierversuche schon angesprochen, medizinische, also Double Blind sozusagen, wann ist das vertretbar, wann ist das nicht vertretbar, darf man das exportieren, zum Beispiel in Länder, die arm sind, keine medizinische Versorgung haben, wo ein medizinischer Versuch im Prinzip ein Strohhalm ist, irgendwie medizinische Versorgung zu bekommen, aber vor dem Hintergrund sozusagen einer ungleichen Verteilung von Ressourcen, so dass man solche Versuche exportieren kann nach Afrika oder Polen. Und in meinem Fach natürlich irgendwie die Frage sozusagen, erzeugt man Stress und also sozusagen ab welchem Punkt ist man sicher, dass die Menschen, mit denen man sozusagen ja im Dialog forscht und über die man forscht,
und über deren Welten man forscht, ob die damit einverstanden sind oder ab wann man sozusagen erkennt, dass das ein Nein war und dass sie eben nicht, also dass sie A, informiert sind darüber, dass man forscht, wie man forscht, warum man forscht und dass sie damit einverstanden sind, beforscht zu sein. Und also wir haben das immer wieder mit Doktoranden, dass sie sagen, ja, aber wenn ich das geheim halte, dann ist das nicht besser, dann sagen mir die Leute, wie das wirklich ist, und so sage ich, nein, das geht nicht, das ist unethisch. Also die Leute müssen, dem muss klar sein, dass sozusagen es darum geht, Wissen über ihre Welten zu produzieren. Ansonsten ist es keine transparente Forschung. Also in anderen Worten, diese Fragen stellen sich ja jeden Tag. Und ich habe auch irgendwie manche Skepsis mit Bezug auf Operationalisierung, weil die Frage natürlich ist, wenn man so etwas an eine Ethikkomitee outsourced, dann hat man natürlich schnell auch ganz andere Probleme. Also ich hatte mal den Fall, dass ich durch eine Ethikkommission ein Forschungsprojekt bekommen musste und die haben mir darauf bestanden, dass ich sozusagen ein schriftliches Einverständnis von jedem bekomme, der mit mir forscht. Dann habe ich den Versuch zu erklären, dass aber meine Forschung mit Leuten ist, die nicht lesen und schreiben können und die auch nicht unterschreiben. Und dann hieß es, ja, da müsse man denen das vorlesen und dann müssten sie halt trotzdem unterschreiben. Und dann habe ich ihnen erklärt, dass aber die Leute bereit sind zu kooperieren, solange sie nicht unterschreiben müssen und ihr Name nicht sozusagen schriftlich festgehalten ist, weil sie Angst haben, dass die Bürokraten dann sehen können, ah, die haben da teilgenommen. Also dass genau ich im Prinzip also deren Beteiligung transparent mache, indem ich sozusagen eine Liste der Namen führe. Und sie sagen, solange du keine Liste mit Namen führst, sagen wir dir alles. Ja? Und da ist natürlich die Ethikkommission, die sagt, ja, wir müssen uns versichern. Und die Leute in Indien, die sagen, solange du es nicht aufschreibst. Ja, und solange du es anonym hältst, also die Frage ist im Prinzip sozusagen, wie kann man im Alltag sicherstellen, und ich bin da ganz der Meinung, das muss Teil der wissenschaftlichen Ausbildung und des wissenschaftlichen Diskurses sein. Also bei uns ist Ethikunterricht im BA, im MA, auf PhD-Ebene verpflichtend. Also, anders geht es nicht. Man muss das im Prinzip mitliefern als Teil der Ausbildung. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Sehr gut. Ich würde jetzt noch gerne zum Abschluss, zum Rundmachen sozusagen, wir haben jetzt sehr viele Aspekte genannt. Ich würde auch gleich noch gerne den Studierenden die Möglichkeit geben oder den Anwesenden, vielleicht einfach auch noch Fragen zu stellen. Vorher aber natürlich, was man sehr deutlich nochmal auf Ihrem T-Shirt sieht, natürlich haben wir alle im Kopf, dass vor nicht mal zwei Wochen der March of Science war, dass gerade in den USA, in der Türkei die Situationen prekär sind für die Forscher, aber nicht nur für die Forscher natürlich. Vielleicht noch mal ein kleines Plädoyer von Ihrer Seite aus für die Freiheit der Wissenschaft. Warum ist das so wichtig, sozusagen? Also was möchten Sie vielleicht auch den Anwesenden einfach noch mal mitgeben? Deswegen brauchen wir diese Freiheit, die wir besitzen, und dürfen die auch nicht aufgeben oder hergeben. Können wir nach der Reihe machen. Ich denke, Freiheit für Wissenschaft ist deswegen wichtig, weil Kreativität keine Grenzen haben sollte. Wir sollten in der Lage sein, Ideen, die wir haben, egal wie verrückt sie sind, auszuprobieren, weil wir heute nicht absehen können, welche Auswirkungen sie zum Guten in der Zukunft haben werden. Nur wenn wir die Freiheit haben, frei zu denken, Gedanken zu Ende zu führen, Dinge auszuprobieren, denke ich, haben wir auch die Chance, in der Zukunft Probleme zu lösen, die wir vielleicht heute noch nicht lösen können. Und deswegen denke ich, ist Freiheit in der Wissenschaft einfach ganz essentiell. Ja, viel mehr kann ich dazu eigentlich auch nicht sagen. Bisschen was kann ich aber noch anfügen. Also es hat was mit der Qualität der Wissenschaft zu tun. Ja, wenn wir wirklich wichtige neue Dinge herausfinden wollen, Erkenntnis gewinnen wollen, Fortschritt machen wollen, unter anderem auch Fortschritt, um die Konsequenzen unseres Tun auch noch besser abschätzen zu können, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dann müssen wir frei denken können. Denkverbote, das kann einfach nicht gehen, das bringt nichts, das führt zu nichts. Ja. Was anderes ist es, klar zu sagen, nicht alles, was machbar ist, muss auch gemacht werden. Das ist ja genau der Punkt. Ja, das sind dann die ethischen Grenzen. Aber um das beurteilen zu können, muss man nach wie vor frei denken können. Ja.
Also insofern ein klares Plädoyer für das Verständnis der Notwendigkeit von Wissenschaftsfreiheit und auch ein Plädoyer dafür, sich genau zu überlegen, welche Konsequenzen, welche Form von Regeln haben können. Ja, letztendlich die einzigen Regeln, die durchsetzbar sind, sind Gesetze. Und genau das wird auch getan. Das ist getan worden bei der Forschung mit embryonalen Stammzellen, gibt es sehr strenge Gesetze, bei Tierversuchen gibt es klare Regeln. Genau dort brauchen wir eine gesetzlich vorgeschriebene Ethikkommission, ohne ein Votum derer bestimmte Dinge nicht genehmigt werden können. Umso wichtiger ist es aber auch für uns Wissenschaftler immer auch, die eigene Verantwortung in den Blick zu nehmen, nicht erst zu warten, bis ein Gesetz kommt, sondern zu signalisieren, wir denken selber über unsere ethische Verantwortung nach und im Rahmen dessen, was im Einklang mit der notwendigen Wissenschaftsfreiheit ist, handeln wir auch danach. Ich würde den Begriff der Freiheit gerne noch um eine Nuance erweitern. Wir haben jetzt immer darüber gesprochen, über die Freiheit, eine bestimmte Art von Forschung zu betreiben. Aber es gibt natürlich schon Daten aus bestehender Forschung heraus. Also die Freiheit muss die auch die Möglichkeit beinhalten, die gewonnenen Fakten auch präsentieren und der Öffentlichkeit anbieten zu können. Stichwort Klimawandel. Ich kann riesen Datensätze generieren, wenn ich aber hinterher gesagt bekomme, das passt aber jetzt politisch nicht ins Konzept, halt bitte den Mund und lösch nach Möglichkeit die Daten von deinen Servern oder wir löschen es selber, dann ist das auch eine ganz massive Einschränkung der Freiheit der Wissenschaft, nicht nur der Forschung. Und da denke ich, da sollten wir sehr, sehr wachsam sein, dass wir nicht an so einem Punkt kommen, dass wir in unserer Forschung und unseren wissenschaftlichen Erkenntnissen instrumentalisiert werden und nur noch das rausgeht, was einem bestimmten Konsens oder bestimmten Interessen entspricht. Okay, mir fällt auch noch eine Sache ein, die man hinzufügen kann, und das ist irgendwie die Verteidigung der Universität als ein Raum, in dem man denken darf und nicht handeln muss. Also mir scheint es sehr wichtig, dass wir die Institution als der Universität verteidigen, als eine Institution, die genau deswegen, also manchmal habe ich das, die Studenten sagen, ach, ihr macht alles immer nur komplizierter, aber irgendwie jetzt macht es doch mal besser. Und dann sage ich manchmal, es ist sehr gut, wenn man in einer Position sitzen kann, in der man sagen kann, fair sozusagen jede Position beschreiben kann, ohne dass man selber handeln muss, weil Handeln immer verlangt, dass man bereits Entscheidungen darüber getroffen hat, was man reinnimmt und was man nicht, was man akzeptiert und was nicht. Und wenn wir die Konsequenzen unseres Handelns verstehen wollen, dann müssen wir in der Lage sein, auch einfach erstmal die Komplexität der Dinge zu beschreiben, so wie sie sind. Und dafür gibt es die Universität und die muss als solche Institution verteidigt werden. Vier sehr, sehr schöne Plädoyers. Das heißt, wie gesagt, ich würde jetzt gerne einfach noch den Diskurs, den wir hier vorne geführt haben, öffnen und würde sagen, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn die Anwesenden noch Fragen an unsere vier Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben. Ja, also ich habe eigentlich mehrere Fragen. Ist die folgende, also ich hatte das Gefühl, es gab jetzt ziemlich viel Konsens auf dem Podium und eigentlich waren sich alle ziemlich einig, dass man in Deutschland sehr, sehr frei forschen kann und das ist ja eigentlich auch wunderbar, aber ich hatte den Eindruck, dass der Anlass, warum wir hier diesen Diskurs irgendwie haben, der Science March auch so ein bisschen ist und irgendwie genau das Gegenteil, also dass vielleicht Forschung irgendwie nicht immer so frei ist und auch wenn das in Deutschland vielleicht nicht der Fall ist, also man hier sehr frei ist, dann würde mich doch interessieren, ja, warum brauchen wir den Science March, warum plädieren wir für mehr Freiheit in der Wissenschaft, weil ich eigentlich dachte, dass das Thema ist. Der March for Science ist für uns natürlich erstmal eine Geste gewesen,
zu zeigen, dass wir da sind, dass wir auch Menschen sind als Wissenschaftler. Und es ist natürlich auch eine internationale Geste gewesen, die zeigen soll, dass wir uns große Sorgen darum machen, was in anderen Ländern passiert. Das betrifft uns natürlich auch ganz unmittelbar. Ich denke, fast jeder von uns hat ja Kooperationspartner in anderen Ländern, die immer stärker eingeschränkt werden in ihren Möglichkeiten. Aber wir haben auch ein Problem, das wir nach innen sehen, als Wissenschaftler durchaus, dass wir auch die Kollegen mal so ein bisschen abholen wollen und darauf aufmerksam machen wollen, dass unsere Wissenschaft hier gefährdet ist, wenn die gesellschaftliche Akzeptanz für die Forschung immer mehr schwindet. Und ich denke, das ist ein ganz großes Thema. Ich hätte es heute gerne noch mal mit diskutiert gehabt, aber es wird jetzt wahrscheinlich in der Zeit so weit gehen. Ich denke, dass wir ganz, ganz dringend mehr gesellschaftlichen Diskurs von Wissenschaftlern über ihre Forschung mit allen Kreisen der Gesellschaft benötigen. Das ist eine sehr, sehr große Aufgabe. Ich weiß den Start, ich weiß das Ziel, aber den Weg dahin kenne ich noch nicht. Aber wir wollen auf alle Fälle diesen March for Science als eine Art Initialzündung verstehen, bilden auch mittlerweile nationale und internationale Gruppen, in denen wir uns überlegen, wie wir da weitermachen können und wie wir an vielen Stellschrauben etwas optimieren können. Noch eine Frage war da oben auf jeden Fall. Ich sehr gut. Also zunächst fand ich sehr schön, dass die hier anwesenden Professorinnen und Professoren sich so in ihrem Verantwortungsbewusstsein gezeigt haben. Für sie scheint es ja eine Selbstverständlichkeit zu sein, ihre Tätigkeit in einem gesellschaftlichen, in einem politischen teilweise auch Kontext zu sehen und sich ihrer Verantwortung dahingehend bewusst zu sein. Ich hoffe auch, dass es den Kolleginnen und Kollegen hier an der Universität auch genauso geht. Allerdings hatte sich für mich die Frage gestellt, ob denn den angehenden Forscherinnen und Forschern hier in der Universität auch zu Genüge dieses Verantwortungsbewusstsein vermittelt wird. Gibt es nicht eine Notwendigkeit dafür, den Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zu zeigen, wie essentiell diese Verantwortung und die Dimensionen dieser Verantwortung auch sind? Ja, Sie haben ein ganz wichtiges Thema angesprochen. Ich denke, das ist eine sehr große Verantwortung, die wir aber versuchen, gerecht zu werden. Also, der wir versuchen, gerecht zu werden. Ich denke, nicht nur ich, sondern viele andere haben das Ausbildungskonzept gerade für angehende Wissenschaftler, also auf dem Level der Doktoranden, in den letzten Jahren sehr verändert. Das hat sich innerhalb von Deutschland insgesamt durch die Exzellenzinitiative sehr verändert, wo man erkannt hat, dass es eigentlich nicht mehr ausreicht, einen Nachwuchswissenschaftler nur in seinem Fach auszubilden. Er muss natürlich fachlich kompetent sein, das ist unbestritten, das wissen wir alle, aber es gibt mehr, es gibt die Persönlichkeit. Und die Persönlichkeit auszubilden ist genauso wichtig wie die fachliche Ausbildung. Natürlich kommen Leute mit dem Abitur, das heißt, die sind junge Erwachsene, die haben eigentlich schon eine gewisse Vorstellung, aber sie auch in dem fachlichen Bereich mit der Verantwortung, die sie mit dem Wissen haben, dass sie das Wissen anwenden können, zum Guten oder zum Bösen. Diese Verantwortung, die müssen wir Ihnen mit auf den Weg geben, da haben Sie völlig recht. Wir versuchen das hier in Leipzig durch ein sogenanntes Soft Skills Programm, ein Transferable Skills Programm, was parallel zu der fachlichen Ausbildung den angehenden Promovierten, also den Nachwuchswissenschaftlern, die Möglichkeit gibt, sich in vielen Bereichen weiterzubilden. Das sind Dinge zu Patentrecht, das sind Dinge zum Beispiel zur Gentechnik. Das sind aber auch Dinge, die sich gerade mit Ethik beschäftigen. Ja? Und wir haben ja die Research Academy Leipzig, die vielen Doktoranden, Doktoranden offen steht, eigentlich allen, in manchen Bereichen zumindest, und die das sicherlich zum Teil kompensiert. Natürlich ist jeder Hochschullehrer, jeder Lehrende, jeder, der sich als Betreuer einer Doktorarbeit, eines Doktoranden, einer Doktorandin bezeichnet, genau in der gleichen Verpflichtung. Also nicht nur die fachliche, sondern auch die persönliche Ausbildung mitzugestalten.
Wir haben ja, das wissen Sie sicherlich, die Graduiertenschule Bild Mona, Building with Molecules and Nano Objects. Dort haben wir eine Betreuungsvereinbarung und in dieser sind eben neben den fachlichen Dingen, die wir sowieso natürlich machen, genau diese Dinge angesprochen. Das heißt, wir gucken mit dem Doktoranden, was ist für seine persönliche Ausbildung wichtig. Und da gehört gerade auch die Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen, Verantwortung zu tragen, auch später selber als Leiter vielleicht eines Labors, einer Arbeitsgruppe, diese Verantwortung dann selber weiterzugeben an andere mit dazu. Und ich denke, das versuchen wir hier im Rahmen der Promotion zu vermitteln. Mir fällt gerade noch ein Beispiel ein, das diese Ambivalenz sehr gut zeigt. Nehmen wir Informationsverarbeitung, Informatik, Algorithmen, große Datenmengen. Darüber lesen wir jetzt sehr oft, ja, dass wir immer effizienter werden mit dem Analysieren von großen Datenmengen in unterschiedlichsten Bereichen, sei es in der Gentechnik, ja, oder im Bereich Wetter oder in der Physik, aber definitiv mehr und mehr auch in den Kulturwissenschaften, in den Geisteswissenschaften. Und ein spannendes Beispiel, das diese Ambivalenz zeichnet, ist sicherlich, wenn man sich für einen, sagen wir mal, Informatikstudent vorstellt, er lernt jetzt neue Algorithmen, er lernt plötzlich, mit welchen Kniffen sich komplizierte Datenmengen extrem effizient durchsuchen lassen, wie man Dinge rausfindet, wie man Dinge knackt. Ja, und da ist, und das liest man auch oft, da ist diese Schwelle, es mal auszuprobieren, mal zu gucken, was hat denn mein Nachbar jetzt gerade geschrieben, ja, oder wie finde ich einen kleinen Bug hier, oder wie kann ich das umgehen. Diese Schwelle ist, denke ich, moralisch für viele von uns in der Praxis vergleichsweise niedrig, ja, im Vergleich zu der Schwelle, wenn man jetzt in Tierversuchen zum Beispiel, ja, mit lebenden Wesen zu tun hat. Ja. Aber trotzdem ist das genau die Ambivalenz, ja, wo bestimmte Methodiken ganz klar mit zum wissenschaftlichen Fortschritt gehören, sie aber in 0, nichts für etwas definitiv Kriminelles eingesetzt werden können und noch zu Schlimmeren. Und dafür eine höhere Wahrnehmung, ein stärkeres Verantwortungsbewusstsein von Anfang an auszubilden, ja, und diese Dinge fangen früh an, ja, solche Algorithmen lernen Studenten in der Informatik schon ziemlich früh, ja, das kann teilweise schon in der Schule unterrichtet werden und das ist definitiv eine ganz wichtige Aufgabe für die Universität und der kommen wir auch nach. Gibt es noch weitere Nachfragen? Sehr schön. Ja, ich wollte nochmal einen anderen Aspekt von Freiheit ansprechen, und zwar die Freiheit eines jeden Forschenden auf dieser Welt auf gemachtes Wissen zuzugreifen, was ja mittels Open Access durchaus möglich ist, im Gegensatz zu diesen altbewährten Fachzeitschriften wie Nature oder so. Und deswegen meine direkte Frage an Sie alle, publishen Sie Open Access und wenn dem nicht der Fall ist, warum nicht? Also das Problem ist so ein bisschen, wir haben das heute diskutiert mit Twitter, also und Journalismus. Also die Frage sozusagen, ob wenn jeder alles in das Internet einspeisen kann, ab wann man weiß sozusagen irgendwie, was die methodische Absicherung von Wissen ist. Also in anderen Worten, dass also Journals zum Beispiel ja nicht nur sozusagen eine Form ist, Geld zu machen und Zugang zu regulieren, sondern auch Qualitätskontrolle herstellt. Ja? Also in anderen Worten, es gibt Peer-Review-Verfahren, in anderen Worten, man muss klar und deutlich sagen, was die These ist, wie sie gewonnen ist, was die methodologischen Basis sind und heute sozusagen auch, was die ethischen Standards sind, wie geforscht wurde, wer das finanziert hat, also alles das ist transparent. Wenn Open Access ist wichtig und ist für uns alle hier ein großes Thema und da gibt es auch an der Universität hier in Leipzig mehrere Initiativen, aber die Frage, mit der wir uns auch beschäftigen, ist sozusagen, wie kann man in Open Access sicherstellen, dass es eine Qualitätskontrolle gibt. Also, dass wir als Universität irgendwie auch also sozusagen sicher gehen können, dass das, was da publiziert wird, den entsprechenden Standards entspricht. Das ist total wichtig für uns.
Also ich sehe da jetzt für mein Fach nicht so das Problem. Ich publiziere Open Access, auch wenn mir das manchmal Kopfzerbrechen bereitet, weil das nicht selten mit sehr, sehr viel Geld verbunden ist. Wir können zwar mittlerweile Gelder bekommen für Open Access Publikationen, aber das ist auch limitiert auf einen bestimmten Sockel. Ich habe das Problem jetzt nicht so ganz, weil ich, wenn ich Open Access publiziere, dann publiziere ich natürlich nur in Zeitschriften, die einen entsprechenden Impact-Faktor haben. Das heißt, die müssen ein gewisses Ranking haben, sonst lohnt sich das für mich überhaupt nicht, da drin zu publizieren. Und das sind alles peer-reviewte. Ja, aber das ist bizarr. Also das ist halt nicht Open Access im Sinne von, ich stelle es irgendwie. Ja, aber es hat Peer-Review-Charakter und ich nehme jetzt nicht irgendwie einen von diesen 2000 neuen Journalen, die pro Monat erscheinen. Das ist natürlich dann tatsächlich sehr kritisch, weil da hat man überhaupt keine Qualitätskontrolle. Wie kann ich das unterscheiden? Indem ich gucke, ob dieses Journal schon einigermaßen etabliert ist. Ich nehme also die neuen nicht. Das ist Pech für die neuen Journals, aber ich muss ganz ehrlich sagen, sie erkennen meistens schon an den Verlagen, dass das Geldschneidemaschinen sind oder aber eben auch an den Orten, wo diese Verlage sitzen. Das sind immer wieder die gleichen Städte und immer die gleichen Connections. Also es gibt gute Open Access Journals, Plus One und ähnliches. Aber das Problem, was Sie eigentlich ansprechen, lösen wir damit überhaupt nicht. Das Problem, was wir ja eigentlich haben, ist, wir wollen, dass das, was wir wissenschaftlich betreiben, jedermann zur Verfügung steht. Aber diese ganzen Open Access Journals, wo wir publizieren, die sind erstens sowieso englischsprachig, zweitens ist das, was da drin steht, für einen Laien und selbst schon für den Kollegen aus zwei Laboren nebenan nur noch sehr schwierig nachzuvollziehen. Was wir eigentlich brauchen, ist nicht die Open Access Initiative. Das ist hübsch und gut und das mag für die anderen Kollegen interessant sein. Wir brauchen eigentlich wirklich eine Darstellung unserer wissenschaftlichen Arbeiten in einer Form, dass das mehr allgemein verständlich ist für einen gebildeten Laien. Und da müssen wir eigentlich dran arbeiten. Vielleicht nur noch ganz kurz auch noch von meiner Seite aus was dazu. Ich stimme Ihnen hundertprozentig zu. Wissen muss frei verfügbar sein für alle. Das Problem ist, Wissen muss auch korrekt sein. Und das ist das, was gerade eben angesprochen wurde. Wenn ich, ohne dass irgendjemand es kritisch angesehen hat, alles überall zur Verfügung stellen kann und ich einem Nutzer zumuten muss, selber zu entscheiden, was ist richtig, was ist falsch, denke ich, sind manche damit überfordert. Open Access, ich publiziere auch Open Access, es ist teuer. Ich muss pro Publikation, wenn ich das machen will, zwischen 1.500 und 2.500 Euro bezahlen. Aber ich publiziere nur in Journalen, die etabliert sind und die auch im Augenblick noch sowohl Open Access als nicht Open Access zulassen. Das heißt, ich kann sagen, ich will meine Publikation frei verfügbar machen oder nicht. Aber ich weiß, diese Publikation ist kritisch von Kollegen, die etwas davon verstehen, begutachtet worden, sodass Fehler, die ich vielleicht unbewusst mache, das haben wir heute gar nicht angesprochen, ja, also dass wir einfach auch in der Wissenschaft nicht davor gefeit sind, etwas Verkehrtes zu vermitteln, in dem Glauben, es wäre das Richtige, ja, das ist, und deswegen brauchen wir Leute, die kritisch auf das, was wir machen, gucken, deswegen brauchen wir auch die offene Diskussion mit anderen, denn nur so können wir Fehler frühzeitig erkennen, ohne dass sie dann wirklich in dem Maße publik gemacht werden. Also ich bin ganz auf Ihrer Seite, Wissen für alle zugänglich machen. Ja, aber es sollte korrektes Wissen sein. Also Tatsachenwissen. Da oben? Ach, genau. Also bei vielen sozialwissenschaftlichen, gesellschaftswissenschaftlichen, kulturwissenschaftlichen Forschungen kommen Ergebnisse raus, von denen man sich eigentlich vorher sowieso schon denken konnte, dass sie rauskommen. In der Zeitung habe ich jetzt mal gelesen von einer Studie, die der Bundesfinanzminister in Auftrag gegeben hatte, wo rauskam, dass Leute am besten paritätisch heiraten sollten, materiell, also ein reiche Frau, ein armer Mann, ein
ein reicher Mann, eine arme Frau, das würde die Gleichheit in der Gesellschaft fördern. Ich meine, da denkt man nicht jeden Tag drüber nach, aber trotzdem, wer hätte das gedacht? Ne? Das ist doch eine Sache, die man eigentlich vorher schon wusste. Da braucht man keine Studie machen. Oder ich hatte vor langer Zeit mal von einer Studie gelesen, wo rauskam, dass 70% aller Erwachsenen größere Schwierigkeiten haben beim Lösen von Textaufgaben der 8. Klasse. Das weiß insgeheim auch fast jeder. Also ich meine, das sind Sachen, da braucht man eigentlich doch keine Studie machen. Das weiß man doch vorher schon. Und zweitens denke ich, wie kann man denn eigentlich gefährliche Forschung verbieten? Muss man da nicht doch was verbieten? Jetzt habe ich in der Zeitung gelesen, in der Höhle wurde Neandertaler-DNA zusammengekratzt. Das bedeutet natürlich nicht, dass man einen Neandertaler züchten will. Aber man könnte ja. Reißt sozusagen die Forschung da nicht immer den Bösen aus, die das dann für ihre Zwecke missbrauchen könnten? Oder ist das umgedreht? Zieht die offizielle, legale, zugelassene Forschung sozusagen die Bösen im Schlepptau hinter sich, die dann vielleicht zum Beispiel Neandertaler herstellen könnten, so nach und nach züchten könnten? Ja, wie sieht das aus? Und dann wollte ich noch mal was zu den Stiftungen sagen. Hinter den Stiftungen stehen ja Parteien und ich finde, das fördert schon eine gewisse Gleichheit in der Gesellschaft, wenn Studenten über Stiftungen Stipendien bekommen, weil dann in der Forschung ja auch verschiedene politische Strömungen quer durch die Gesellschaft vertreten sind und zum Beispiel im Bundestag dann später dann auch mal Wissenschaftler sitzen mit, die ja verschiedenen politischen Parteien angehören. Und ich finde es auch gut, wenn, sagen wir mal, ein Student sich schon außer dem Studium demokratisch, politisch, egal in welcher Partei eigentlich, engagiert für die Gemeinschaft und dann dadurch auch Verantwortung trägt für seine Forschung, jetzt auch für naturwissenschaftliche Forschung. Also was den Neandertaler angeht, kann ich Sie beruhigen. Das ist nur mitochondriale DNA. Da können Sie nicht viel mit anfangen. Also da kriegen Sie nicht einen kompletten Menschen raus. Ja, was die politischen Stiftungen und Parteien angeht, also ich muss gestehen, ich hatte ein paar Freunde im Studium, die waren gefördert durch entsprechende Organisationen. Also keiner von denen gehörte in irgendeiner Art und Weise diesen Parteien an. Ich weiß nicht, hat da jemand andere Erfahrung gemacht? Also, dazu würde ich auch gerne sagen, dass es Parteien in unserem demokratischen System gibt, ist ja auch ein wichtiger Punkt. Und das gehört ja auch mit zur politischen Bildung, zur politischen Willensbildung zu tun, zusammen. Und ich denke, das Hauptanliegen von einer politischen Stiftung oder auch anderen vergleichbaren Stiftungen, wie zum Beispiel Studienstiftung des deutschen Volkes auch, ist ja jetzt nicht, wissenschaftliche Arbeiten zu produzieren, sondern Persönlichkeiten zu fördern. Persönlichkeiten, die sich dann später als Zivilbürger entsprechend in der Gesellschaft einbringen. Insofern finde ich das ein durchaus sehr honoriges Anliegen. Ich denke, es schwingt eher die Frage mit, inwieweit möglicherweise eine bestimmte parteipolitische Intention durch die Förderung mittransportiert wird. Ja, das ist aber... was soll daran jetzt erstmal grundsätzlich negativ sein? Ja, jeder ist frei, ein solches Stipendium anzunehmen oder nicht anzunehmen. Insofern gebe ich Ihnen da durchaus recht. Ich finde das auch nicht problematisch. Ist immer die Frage, was für möglicherweise versteckten Intentionen noch mittransportiert werden. Ja? Also zum Beispiel gibt es auch Stiftungen, ja, wo man sich über die ursprüngliche Quelle des Geldes manchmal sehr schwierige Fragen stellen kann, ja, wo dann das Geld aus seltsamen Pfründen kommen, ja, die dann durch philanthropischen Anstrich dann gewandelt worden sind. Ja, also solche Sachen gibt es auch. Da muss man dann schon mal etwas vorsichtiger hingucken. Aber ich will jetzt nochmal das Beispiel mit dem Neandertaler, das ist, denke ich, ein sehr, sehr gutes Beispiel, weil also diese Frage, welches Forschungsprojekt, welche Zielsetzung hat,
nicht so offenkundig ist. Ja, also die, wenn jetzt Neandertal-Forschung betrieben wird, wird sicherlich nicht primär das Ziel verfolgt, in unserer heutigen Gesellschaft wieder Neandertalern zum Leben zu verhelfen, sondern dabei werden außerordentlich wichtige Fragen verfolgt mit kleinen, kleinen Bausteinen. Zum Beispiel, wann ist in der Evolution des Menschen zum ersten Mal die Möglichkeit aufgetreten, dass ein menschliches Wesen sprechen konnte? Das ist eine ganz interessante Frage. Konnten Neandertaler sprechen oder nicht? Lange Zeit eine sehr kontroverse Frage. Ja, und dann sind dann solche Methoden, dass man in der Lage ist, das stand ja neulich auch in den Zeitungen zu lesen, mittlerweile aus Staubproben, aus Höhlen, dann genetisches Material von Neandertalern zu gewinnen. Das ist eine außerordentlich wichtige Methode. Ja, natürlich sind das alles immer nur kleine Bausteine auf einem langen Weg von Forschung, von der man auch meistens gar nicht vorhersagen kann, zu welchen außerordentlich überraschenden und auch sehr eingängigen Erkenntnissen dies kommt. Und was Sie zu Anfang sagten, das ist mir ein bisschen zu simpel mit diesem Satz, dass sehr viel Unsinniges gemacht wird, damit auch pauschal wissenschaftliche Forschung zu diskreditieren. Es gehört, das ist eigentlich ein gutes Beispiel, es gehört mit zur Wissenschaftsfreiheit, dass auch Projekte, Forschungsfragen verfolgt werden können, die vielleicht, deren Motivation vielleicht nicht einsinnig ist oder wo man sagen könnte, hätte ich mir doch vorher denken können. Manchmal geht es ja auch vielleicht nur darum, eine ganz bestimmte wissenschaftliche Methode zu entwickeln und zu prüfen. Ja, wissenschaftliche Methodik und gesunder Menschenverstand, von dem man so oft gerne spricht, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Oben sind sehr viele Fragen, das ist schön. Hallo, ich hätte gerne noch eine abschließende Frage nochmal zur Zivilklausel. Und zwar zunächst einmal, es gibt auf jeden Fall auch sehr viele kritische Stimmen zur Zivilklausel aus dem studentischen Bereich, die das eben ganz anders sehen und auch als verfassungswidrig sehen würden in der jetzigen Ausformung, wie wir es an einigen Universitäten sehen. Ich finde nämlich gerade, dass es schon absurd ist, wenn einige sich im Kampf beteiligen gegen Fake News und sagen, die Wissenschaft müssen wir auf jeden Fall schützen, die Wissenschaftsfreiheit, allerdings gleichzeitig aber Denkverbote durch eine Zivilklausel fordern, die das alles beschränken würde, total. Und deswegen wollte ich einfach mal fragen, wie denn die Professoren dazu stehen oder auch die Professorinnen dazu stehen. Würden Sie einer Verankerung, einer gesetzlichen Verankerung zustimmen? Weil ich finde, gerade das Professorium müsse ja auch seine Meinung dazu abgeben oder seine Zustimmung dazu abgeben, damit so eine Verankerung überhaupt möglich wäre. Weil ich finde, die Wissenschaftsfreiheit hat eine höhere Wichtung teilweise als die studentische Selbstverwaltung und damit auch die Einführung einer solchen Klausel insgesamt. Deswegen mal die Frage, wäre so eine Zustimmung überhaupt von Ihrer Seite möglich? Also ich finde die Zivilklausel, so wie sie sich mir jetzt darstellt, als absolut nicht zielführend. Und ich hätte die Befürchtung, dass das zu einem neuen Regelwerk führt, irgendwann mal, je nachdem wie streng das umgesetzt wird, die tatsächlich dann irgendwann mal die Forschung massiv beschränken könnte. Also ich sehe die Notwendigkeit, darüber zu diskutieren, dass Forschung militärisch nutzbar ist und darüber nachzudenken, was man tut. Aber ein Regelwerk oder eine Klausel einzuführen, ist meines Erachtens absolut nicht zielführend. Also klares Nein. Ich will noch mal was wiederholen, was ich am Anfang gesagt habe. Ich habe mir die sogenannten Zivilklauseln von ungefähr 30, 40 Universitäten auf einer Liste mal angeguckt. Und ich war überrascht, dass über all diese Texte die Bezeichnung Zivilklausel gewählt wurde. Manche von diesen Texten fand ich außerordentlich vernünftig, ganz im Sinne dessen, was wir diskutiert haben, nämlich in dem Sinne dessen, dass die ethische Verantwortung des Wissenschaftlers entsprechend ausgebildet und unterstützt werden muss, dass dafür Strukturen
bereitgestellt werden müssen, Wissenschaftler zu beraten, ihnen Empfehlungen zu geben, keineswegs Verbote aufzustellen, alles vernünftige Dinge, friedliche Zwecke zu verfolgen. Trotzdem würde ich sagen, das ist noch nicht unbedingt eine Zivilklausel. Keine Zivilklausel in diesem engen Sinne, ein Selbstverbot von Kooperation mit Rüstungsindustrie oder mit der Bundeswehr. Ja, das sind also ist ein extrem breites Spektrum, was alles unter dem Begriff Zivilklausel gefasst wird. Ja, und so wie es zu dieser Frage eines Selbstverbots kommt, bin ich ganz klar der Meinung, das ist gar nicht durchsetzbar. Sie können dieses Verbot so nicht durchsetzbar. Natürlich können Sie sagen, wir nehmen bestimmtes Geld nicht an oder wir weisen die Kanzlerin an, bestimmte Verträge nicht abzuschließen. Dann will ich mal warten, bis dann der erste Gerichtsprozess kommt, wo dann ein Wissenschaftler tatsächlich mal klagt und es ausprobiert, ja, und es testet gegen entsprechend Artikel 5 Absatz 3. Ja, denn solche Zivilklauseln, die finden Sie fast gar nicht. Ja, das ist das, was ich vorhin meinte, da haben Sie mich falsch verstanden mit umsetzbar. Umsetzbar im Sinne von reinschreiben, natürlich ist das umsetzbar, das haben viele reingeschrieben, das ist wahr. Aber was heißt das dann wirklich in der Praxis? Durchsetzbar in dem Sinne von ein Verbot zu erzwingen. Das finden Sie nämlich bei vielen nicht, das ist nämlich gar nicht so einfach. Und meines Erachtens auch in der Tat wahrscheinlich grundgesetzwidrig. Und das ist meine Meinung, also da sind wir nämlich tatsächlich an dem Punkt, wo es letztendlich um Denkverbote geht. Ja, und da ist für mich ganz klar eine Grenze überschritten. Ich glaube, mir ist es jetzt wichtig, auch nochmal zu sagen, dass Ethik in der Universität stattfinden muss, dass Ethik aber sozusagen nicht in der Universität abgegeben werden kann. Also in anderen Worten, irgendwie die Dinge, die schlecht laufen in der Gesellschaft, die sind sozusagen von allen sozusagen mitverantwortet und für die tragen alle Verantwortung und wir haben hier Verantwortung, sowohl für das, was wir hier in der Universität tun, aber auch sozusagen unsere Stimmen zu erheben, um sozusagen im gesellschaftlichen Diskurs auf Dinge aufmerksam zu machen. Auch das gehört zu unserer ethischen Verantwortung und genauso können wir davon erwarten, dass andere Akteure irgendwie sich ethischer Verantwortung bewusst werden. Also das ist, also Ethik muss in der Gesellschaft stattfinden und dieser Diskurs gehört genauso in und außerhalb der Universitäten wie jeder andere. Ich hatte schon in der Diskussion gesagt, ganz klar nein, Zivilklausel, ganz klar nein. Ich denke, ich verstehe die Ängste, ich verstehe auch die Besorgnis, ich verstehe auch die Befürchtungen, aber ich denke, die Universität ist in der Lage, mit diesen Problemen umzugehen. Wir haben Strukturen, wir haben kluge Menschen, wir haben kluge Köpfe und ich denke, durch Verbote können wir nicht erreichen, dass diese Dinge passieren, da muss man anders vorgehen. Und es gab hier eine ganze Reihe von Anregungen, wie es gemacht werden kann, wie es gemacht wird. Und ich denke, gerade die Gefahr eines Verbotes würde ich sogar noch höher sehen, als eben diese Klausel nicht zu haben. Verbote sind, gerade wenn es um Freiheit von Forschung, Freiheit von Wissenschaft geht, deswegen sind wir doch Wissenschaftler geworden, weil wir die Freiheit haben wollen, das zu tun, was wir tun wollen. Und wir können in der Regel mit gerade dieser Art von Verboten nicht gut umgehen. Gebote, ja, Verbote in der Regel nicht gut. Ich würde auch noch gern einige Punkte aufgreifen, die jetzt gerade genannt wurden. In meinen Augen geht es bei der Zivilklausel nicht um ein pauschales Verbot. Ich finde, das wird hier grundsätzlich falsch dargestellt. In meinen Augen ist es so, eine wie auch immer geartete Zivilklausel bietet doch gerade den Lehrenden an der Universität die Möglichkeit, zu den Studierenden eben vorzudringen und auch die studentische Eigeninitiative zu fördern, sich eben aktiv mit den genannten Inhalten auseinanderzusetzen. Und alleine deshalb ist es wichtig, so etwas auch mal niederzuschreiben. Es wird hier darüber diskutiert, als wäre es eine absolute Selbstverständlichkeit. Ich hoffe, dass es so ist, aber ich bin nicht der Meinung, dass es so ist. Da mag ich aber auch nur subjektiv mich äußern. Ich finde, es spiegelt auch einen der Punkte wider, die gerade hier drüben genannt wurden, nämlich den der, oh, diese Ergebnisse habe ich ja schon mal gesehen. Ich finde, wenn offensichtliche Ergebnisse nochmal wissenschaftlich publiziert oder belegt werden, spiegelt das nochmal eine ganz andere Kraft dar, die die Wissenschaft letztendlich darstellt. Denn ich kann zwar sagen, okay, jeder hat irgendwie im Bauchgefühl, dass es so ist, das nennt man auch Küchentischpsychologie,
Aber wenn das nochmal wissenschaftlich fundiert in den öffentlichen Diskurs eingebracht wird, hat das einfach ein ganz anderes Gewicht und kann auch anders genutzt werden, sei es jetzt zu politischen oder zu gesellschaftlichen Zwecken. Und gerade dazu ist es eben wichtig, sich mit diesen Inhalten auseinanderzusetzen und das entsprechend auch universitär eventuell festzulegen. Ich stimme dem zu. Also ich habe ein gutes Beispiel dafür, wo mal was rausgekommen ist, was gegen den allgemeinen Verstand sozusagen verstößt. Also, und das ist diese Frage, ganz viele Leute sind der Meinung, dass Meinungsbildung von den Medien gemacht wird. Also dass die Leute sozusagen ihre politische Meinung von den Medien übernehmen. Und dann gab es mehrere Studien dazu, die repräsentativ waren und die gezeigt haben, dass Medien die Themen setzen, über die Leute reden und mit denen sie sich beschäftigen, dass die Netzwerke, in denen sie verkehren, aber wichtig sind dafür, wie sie diese Mediennachrichten interpretieren, also ob sie sozusagen die Nachrichten im Sinne sozusagen der Nachrichten lesen oder gegenhegemonial, also dazu eine gegenteilige Meinung entwickeln. Und es ist ein gutes Beispiel dafür, dass nicht notwendig, also dass man Fragen stellt, die oft ja daraus kommen, dass man denkt, die meisten denken, Menschen denken, das wäre so. Lasst uns das mal überprüfen. Also manchmal kommt da Überraschendes und auch sehr Wichtiges bei raus. Hallo. Doch, doch, hallo. Aus den Vorrednern eben habe ich für mich so ein Spannungsfeld entdeckt zwischen Studierenden und den Professorinnen. Insofern, als das gerade hinsichtlich der Zivilklausel gesagt wurde, na gut, da gibt es so eine studentische Selbstverwaltung, die will in irgendeiner Weise auf das Wissenschaftsdasein einwirken. Und daraus leite ich eigentlich die Frage ab, Wissenschaftsfreiheit ist ja auch immer das große Credo, Lehre und Forschung sind frei. Und es gibt ja auch oft Studierende, die gerne an der Wissenschaft im Hinblick auf Lehre zum Beispiel teilhaben wollen. Was sich darin äußert, dass man vor Professoren sagt, ich möchte gerne dieses und jenes Buch behandeln oder diesen und jenen Autor oder sonstige Dinge. Also meine Frage an Sie, welche Rolle spielen eigentlich Studierende bei der ja, Forschung und Lehre bei der Themenwahl vielleicht zum Beispiel auch oder bei den Themen, denen man nachgeht. Genau. Also wie ist das Verhältnis dazu? Muss man sich das sehr einseitig vorstellen oder wird da mitgewirkt vielleicht oder kann da mitgewirkt werden? Ich befürchte, da haben sich jetzt die falschen Leute hier auf dem Podium sitzen, weil wir als Naturwissenschaftler haben natürlich relativ fixierte Themen, wo wir zum Teil auch jahrelang dran arbeiten. Aber ich bin mir ganz sicher, wenn Sie vielleicht in der Anglistik sind und mit dem Herrn Professor Elmar Schenkel sprechen und sagen, ich möchte mal unbedingt dieses oder jenes Buch machen, dann glaube ich, schaffen Sie das, den dafür zu begeistern. Also das ist sicherlich in anderen Fächern als denen, die wir hier repräsentieren, denkbar. Und ich glaube, also ein paar Kollegen... Ja, am ehesten noch. Frau Rau macht das schon, die Rede mit den Studenten. Nein, das ist eine wichtige Frage und das ist eine gute Frage, weil die hat natürlich auch damit zu tun, sozusagen mit Curriculumentwicklung und auch damit sozusagen, wie kann man die heterogenen Studenteninteressen, also in anderen Worten, es geht ja nicht nur darum, dass A ein Buch lesen will und B ein anderes Buch, sondern dass es eine ganze Gruppe von Studenten gibt und dass man Mechanismen entwickeln kann, wie man dieses Feedback aufnehmen kann und wie man das in einer Weise, also zum Beispiel, ich erzähle ein Beispiel aus meiner Praxis. Ich habe, als ich hier angefangen bin, festgestellt, dass in der Fakultät der Regionalwissenschaften sehr viel spezifische Regionalwissenschaft unterrichtet wird, aber sehr wenig systematisch kulturvergleichend. Und dann habe ich gesagt, also die Ethnologie hat diese Kompetenz mit den Religionswissenschaftlern und wir werden das sehr stark in unserem Studium machen. Wir sind ein sehr kleines Institut, müssen also auswählen, was wir machen können und was nicht. Und jetzt ist sozusagen zurückgespielt worden, nachdem das jetzt 4 Jahre läuft, dass die Leute sagen, ja, in der Ethnologie kriegt man nicht genug Spezialregionalwissen beigebracht, sondern zu viel Kulturvergleichen systematisch. Und jetzt reden wir darüber ein ganzes Jahr, weil
Also einerseits muss ich dazu sagen, das hat etwas zu tun mit den Bedingungen, unter denen wir hier arbeiten. Also Regionalwissenschaftler unterrichten alle um uns rum, da kann man in die Module gehen. Zweitens hat das was damit zu tun, dass wir klein sind und nicht alles abdecken können. Drittens gibt es Halle. Man könnte in Halle studieren, da würde man das bekommen. Ja. Und aber viertens müssen wir es trotzdem hören. Ja, und was wir jetzt machen, ist, dass wir durch die einzelnen Module durchgehen und sagen, okay, wie können wir die Module so ändern, dass wir das Verhältnis verändern? Ja, dass wir sagen, also sind wir vielleicht ein bisschen übers Ziel hinausgegangen mit 80-20 oder so und gucken mal, kriegen wir ein 60-40 Verhältnis hin? Ja, und was kriegen wir dann sozusagen wieder als Feedback? Weil das Feedback, was von Studenten kommt, sich natürlich über die Jahre auch verändert. Also mit den Kohorten und mit dem, was angeboten wird und was die Interessen sind. Dann gibt es zum Beispiel auch Lehrbeauftragte, die spezielle Themen anbieten. Dann gibt es manche Studenten, die sagen, können wir dieses Thema immer wieder anbieten, damit auch die neuen Studenten immer wieder dieses Thema Postkolonialismus zum Beispiel. Und andere sagen, nein, wenn da immer jedes Mal was anderes ist, dann ist wenigstens ein bisschen Variation, weil die Curricula sind doch sowieso schon so durchstandardisiert. Und wir wollen eben mal Landgrabbing haben und mal Global Warming und mal Postkolonialismus. Und das sind solche Entscheidungen, die muss man treffen und ich halte sehr viel von Demokratie in der Universität, die aber eben strukturelle Bedingungen hat. Ich glaube, wir haben irgendwie bei uns im Institut jedenfalls eine ganz gute Kommunikation, wo wir sagen, wir schaffen Räume, in denen das überhaupt erstmal ausgesprochen werden kann, in denen wir, die Universität hat ja jetzt auch wieder stärker investiert in systematische Evaluation aller Module alle 2 Jahre oder so. Ja? Also weil wenn wir das wirklich systematisch machen, dann kriegen wir einfach auch überhaupt dieses Feedback überhaupt mal systematisch mit und nicht der ein oder andere, der sich traut, was zu sagen. Es gibt ganz viele 10, die sich nicht trauen für einen, der sich traut. Und dann sozusagen die Frage, wie können wir das, was wir da lernen, so umsetzen, ja, dass es fachvernünftig vertreten ist, dass wir die strukturellen Bedingungen bedenken und trotzdem Platz schaffen, ja, für... wir sind in dem Beruf, weil wir das machen, weil wir unbedingt was wissen wollen. Und jetzt gehört aber natürlich zum Weitergeben an die nächste Generation, in jungen Leuten das zu wecken, dass sie rausfinden, was sie unbedingt wissen wollen, damit sie die nächsten Wissenschaftler sind. Das kann nicht sein, dass die unsere Themen machen. Ja. Und deswegen, wenn wir da nicht zuhören, dann haben wir überhaupt gar keine Chance, diese jungen Menschen dahin zu führen, wo sie selber entdecken, was sie unbedingt machen müssen und wo sie sozusagen in Zukunft hingehen. Das ist super wichtig. Vielleicht doch noch mal eine Lanze für die Naturwissenschaften. Ist natürlich richtig. In den Naturwissenschaften ist das Curriculum relativ starr. Das heißt, das Bachelorstudium ist deutschlandweit vergleichbar, in der Chemie, aber auch in anderen Naturwissenschaften. Im Master ist es an den Lehrenden orientiert. Das heißt, meine Forschungsspezialitäten, die transferiere ich in meine Lehre im Master. Und das machen meine Kollegen auch auf Deutsch und auf Englisch. Aber wir kooperieren mit vielen anderen Universitäten. Wir haben Erasmus-Programme, wir haben Kooperationen über ISAP, DAAD-geförderte Austauschprogramme, zum Beispiel mit Australien. Und diese Partner haben wir uns bewusst ausgesucht. Die ergänzen nämlich unser Curriculum in der Regel in einer wunderbaren Art und Weise und vermitteln eben nicht nur durch den Auslandsaufenthalt auch noch eine gewisse andere Erfahrung, in einem anderen Land zu studieren, sondern eben auch die Dinge, die wir hier in Leipzig nicht anbieten können. Wir haben eben eine Fakultät mit einer endlichen Anzahl an Professoren. Wir können nicht alles in gleichem Maße abdecken, aber wir ergänzen uns durch andere. Auf dem Doktorandenlevel ist das nochmal wieder eine ganz andere Sache, auch durch die Research Academy. Die Doktoranden haben natürlich die Möglichkeit, selber über ihre Sprecher Anregungen zu geben. Das heißt, in unserer Graduiertenschule haben wir einen Doktorandensprecher, der mit den Doktoranden selber zusammen gewisse Module, zweitägige Module zu gewissen Themen, die die Doktoranden dann interessieren, auch konzipieren kann. Dann gucken wir uns Redner aus, die das abdecken könnten, international, national, sodass also auf dem Level hier auch vor Ort direkt natürlich dann aber durch Lehren, die wir uns einfliegen oder einfahren lassen, abdecken. Also in Naturwissenschaften ist dieses Spektrum an Mitbestimmung durch die Studierenden in gewissem Maße auch gegeben, zumindest auf dem Doktorandenlevel in hohem Maße, um da in dieser Stufe die Ausbildung natürlich auch interessengetrieben weiterzutreiben. Und ansonsten liegt es an den Studierenden, über Erasmus oder andere Programme dorthin zu gehen, wo sie eventuell nochmal eine andere Erfahrung sammeln können.
Also zunächst muss ich mal ganz herzlich Dankeschön sagen für die rege Beteiligung und die Fragen. Das war sehr, sehr schön. Trotzdem muss ich auch so ein bisschen auf die Uhr schauen, liebevoll, und das werde ich jetzt auch tun und mich nochmal ganz herzlich bei den Anwesenden bedanken. Frau Professor Dr. High Hawkins, vielen, vielen Dank für Ihre Ansichten. Herr Professor Schwarz, vielen, vielen Dank auch Ihnen natürlich. Und natürlich auch zu meiner linken Seite nochmal die zwei Kollegen angesprochen. Das heißt, Herr Professor Dr. Gaunitz, vielen Dank, und Frau Professor Dr. Rau. Und natürlich auch noch Frau Schücking, vielen, vielen Dank für diese Veranstaltung. Jetzt gibt es noch ein Hinweis für die nächste Veranstaltung. Ich danke allen fürs Zuhören und dass alle, die hier waren, sich so rege beteiligt haben, und denke, dass das Thema Freiheit in der Wissenschaft natürlich noch nicht endgültig besprochen ist, aber jetzt Anregungen geschaffen wurden, dass man da auf jeden Fall noch weiter schauen kann. Vielen, vielen Dank.